Herzlich willkommen zu Sensitiver Universe. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, meine süßen Schatzis. Habt ihr das sexy Intro gesehen? Ja, heute ist das Romantik- und Erotik-Orakel dran. Bitte wählen Sie jetzt die 5. Also, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es kamen dann, hinterher kamen nochmal ein paar Leute, die dann was geschrieben haben. Das habe ich nicht mehr dazu gezählt. Ich hatte euch ja gefragt, was wollt ihr haben? Was wollt ihr haben? Und Kreuzorakel der Kelten und Romantik- und Erotik-Orakel. Und einige, ich habe extra gefragt, liebe Schatzis, wollt ihr das Kreuzorakel der Kelten oder das Romantik- und Erotik-Orakel? Und einige haben geschrieben, Tetas-Orakel. Es ist, als ob ich euch frage oder sage, okay, ich habe Orangen und ich habe Äpfel. Was davon wollt ihr haben? Birnen. Bei manchen echt unfassbar. Unfucking fassbar. Ja, und was auch, Moment, das zeige ich euch mal. Hier, da musste ich auch lachen. Mal gucken, wer es bemerkt. If you get the gist, Kreuzorakel der Kelten 63, Romantik- und Erotik-Orakel 69. 69. Stellung 69. You get the gist. You get the gist, baby. You get the gist. Ja, bevor ich loslege, eine ganz spannende Anekdote. Ich habe ja in ein oder zwei Orakel habe ich erwähnt, dass ich kein BH trage und dass ich aufpassen muss, dass ich nicht mit meiner Kamera, gerade wenn die so, manchmal habe ich so einen ganz komischen Winkel und dann bewege ich mich irgendwie und dann bin ich so, gerade noch so, ist meine Brust an der Kamera vorbei. Und anscheinend erweckt das ein großes Interesse. Ich habe nämlich ganz viele E-Mails bekommen. Eine E-Mail war zum Beispiel, Sensitiver, trägst du immer kein BH? Nein. Wenn ich alleine zu Hause bin oder wenn ich in der Partnerschaft bin, also wenn ich einen Partner habe und mit ihm alleine bin, trage ich kein BH. Richtig, ich trage kein BH, weil mich das stört. Und auch wenn ich hier drehe, trage ich kein BH. Wenn ich aber rausgehe unter Menschen in der Zivilisation, da trage ich durchaus ein BH, weil ich nicht gerade die Oberweite habe, wo man ohne BH rausgehen sollte. So, ich hoffe, ich konnte jetzt alle befriedigen. Heute ist das Romantik-Erotik-Orakel dran. Heute ist hier doppelt, ne, wie sagt man, zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen. Ja, ich hoffe, das Thema ist erledigt. Und dann hat mich eine andere E-Mail erreicht. Und zumindest kam das so rüber. Ich bin mir nicht sicher, in was für einer Stimmung die Person war, die das geschrieben hat. Aber es klang so ein bisschen so eine Mischung aus überrascht, empört. Ich weiß es nicht. Sensitiver, stimmt es, dass du bisexuell bist? Ja, das stimmt. Ich stehe auch auf Frauen. Aber es gibt ja unterschiedliche Formen der Bisexualität. Also es gibt ja zum Beispiel Bisexuelle, die stehen sowohl auf Männer als auch Frauen, so 50-50. Also es muss dir vorstellen wie eine Farbpalette bei Bisexuellen. Und die einen stehen dann mehr auf Männer statt auf Frauen. Also es gibt Männer, die sind bisexuell, die stehen mehr auf Frauen. Aber ab und zu mal haben sie auch nichts dagegen, was mit einem Mann zu haben. Oder sie stehen nur auf Männer. Und ab und zu mal auch mal, ich hatte in Berlin, habe ich einen Kumpel, der ist eigentlich homosexuell, aber er hatte, zwischendurch hat er mal eine Frau. Ja, aber eigentlich Beziehungen geht er mit Männern ein. Und bei mir ist es genau andersherum. Bei mir kannst du sagen, dass ich zu über 90% auf Männer stehe und zu 10% auf Frauen. Und ich habe einen ganz bestimmten Typ Frau. Das kommt noch dazu. Also es ist nicht so, dass dann jede Frau, weil ich dann auf jede Frau fliege, sondern ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber ich stehe auf den rot-blonden Typ, rote Haare oder rot-blond mit Sommersprossen, so ein bisschen irisch.
fast schon ein bisschen irisch, ja? Oder nordisch, sowas in der Art. Wen gibt es denn da als Beispiel? Also eine Frau, die ich toll finde. Also ich hatte mal was mit einer Frau, die sah ein bisschen aus wie Anastasia, die Sängerin. So ein bisschen. Die war eine Mischung aus Anastasia. Und kennt ihr noch die Serie Hart, aber herzlich? Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ist auch eine wunderschöne Frau. So, die war so eine Mischung, so ein bisschen wie sie. Ne? Ja, aber ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich stehe ich auf Männer. Also ich hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau. Ja, wer das nicht hören will, der muss halt vorspulen. Aber ich kriege immer wieder mal so alle paar Monate oder so mal so eine E-Mail, wo mir dann diese Frage gestellt wird, weil ich anfänglich öfter darüber gesprochen habe, aber dann jetzt lange Zeit nicht mehr. Und dann es schalten ja immer wieder neue Leute dazu. Und ja, also wie gesagt, ich hatte was mit Frauen, aber ich hatte keine Beziehung mit einer Frau, sondern es waren dann so Techtelmechtel. Und Beziehungen hatte ich bisher nur mit Männern. Ich schließe aber nicht aus, dass mir irgendwann mal vielleicht auch eine Frau passieren kann. Ne? Das weiß ich nicht. Bisher ist es halt nicht passiert, dass ich mich dann so dolle eine Frau verliebt habe, dass ich eine Beziehung wollte. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Weiß man nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich stehe einfach viel zu sehr auf Männer. Und da wir jetzt das Romantik- und Erotik-Orakel haben, kann ich ja offen darüber reden. Erstens, Moment, bevor ich jetzt loslege. Dieses Orakel, wenn du keine 18 Jahre alt bist, solltest du bitte abschalten, okay? Also, wenn du die Erlaubnis hast von deinen Eltern, dann ist das dein Bier. Aber wenn du keine 18 bist, solltest du dir das heute bitte nicht angucken. Das möchte ich von vornherein sagen, weil heute nehme ich kein Blatt vom Mund, okay? Für alle, die neu zugeschaltet haben, nein, das ist kein Pornokanal. Aber alle, die hier, meine Zuschauer, meine alten Hasen, die wissen das ja. Wir sind einfach auch der Meinung, dass zur Liebe auch Sexualität gehört und da ist auch nichts Schlimmes dabei, sofern zwei Personen einwilligen, miteinander intim zu werden und dann hat man auch Gelüste und Neigungen und Tendenzen und Fetisch, ist alles normal. Solange niemand verletzt wird, solange zwei Parteien dem einwilligen und Spaß dran haben, ist alles erlaubt und es gibt keine Grenzen. Okay? Also, falls du neu zugeschaltet hast, herzlich willkommen. Du bist nicht bei Dolly Buster, wobei ich Dolly Buster ist eine tolle Persönlichkeit. Ja, habe ich euch ja mal die Story erzählt. Ich finde sie toll und die ist ganz, eine ganz goldige auch. Aber du bist hier nicht bei Dolly Buster, du bist hier bei Sensitive Universe. Also, so, nochmal zurück wegen der Bisexualität. Ich hatte was mit Frauen, ich stehe auf Frauen, ich habe einen ganz bestimmten Typ Frau, auf den ich stehe, oder androgyne Frauen, die gefallen mir auch. Also Frauen, die, wo du nicht, die, aber von natürlich androgyn. Weil, kennst du diese Frauen, wo du nicht weißt, die irgendwie hat die was, die kann Frau und Mann sein. Androgyn, völlig androgyn. Wo so ein bisschen geschlechtsneutral, finde ich auch sehr sexy. Und ja, aber ansonsten hauptsächlich stehe ich auf Männer. Ich stehe einfach viel zu sehr auf Brusthaare. Ich finde Brust, wenn ein Mann mich anflirtet im Sommer, dessen Brusthaare ich sehen kann, dann ist hier irgendwo eine Dusche, ich muss kalt duschen. Ich rede nicht von drei verirrten Haaren, ich rede von einer richtig schönen, sexy Brustbehaarung. Oder zum Beispiel, das haben zum Beispiel viele Männer, so am Bauch, so ein Streifen, der bis zum Bauchnabel geht. Ich finde es einfach sexy. Das hat so was Animalisches. Ich mag das einfach, ja. Und die Partner, mit denen ich zusammen bin oder zusammen war, denen habe ich von Anfang an erzählt, dass ich auch was mit Frauen hatte und dass ich Frauen schön finde. Und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, alle, mit denen ich zusammenkam, war die Frage, können wir nicht mal einen Dreier ausprobieren? Nein, können wir nicht. Völlig egal, ob jetzt zwei Männer, zwei Frauen oder wie wem auch immer. Also ich bin für dieses Zweier, Dreier in der Partnerschaft ist nicht mein Ding. Ich will erstmal die ersten 10 Jahre meinen Mann und meinen Freund alleine für mich haben und dann können wir mal drüber reden. Also. Das ist immer das Erste. Ich hatte einen Freund, da hatten wir in Berlin einen Kumpel von ihm besucht und der ist homosexuell und dem haben wir dann erzählt, dass ich bi bin
Und dann war seine erste Aussage: Oh, das ist doch schön, könnt ihr mal einen Dreier machen? Sag ich: Nein, können wir nicht. Da bin ich viel zu eifersüchtig für. Also, no chance. Aber das ist immer dasselbe. Ne? Ist egal, wie still diese Männer sind, stille Wasser sind tief. So wie ich das erzähle: Oh, da können wir einen Dreier machen. Nein, können wir nicht. Also, wird gleich im Keim erstickt. Ne? Ja, also wie gesagt, ich stehe halt extrem auf Männer. Und gerade so richtig männlich, also gerne auch ein Bart oder stark behaart oder männliche Hände oder so Kanten oder der muss nicht perfekt sein, der kann. Ich liebe Bäuche, auch wenn das jetzt komisch klingt, ja. Ich habe sie alle gehabt. Ich habe von wunderschön mit Sixpack und so, boah, wunderschön, bis Keanu Reeves, bis auch ganz kräftig, auch wirklich kräftige Männer, die so ein einen richtigen Wanzen vorne hatten, dass wenn die irgendwas haben, bei mir ist so, Aussehen spielt nicht so sehr eine große Rolle. Ich finde schöne Menschen auch schön. Absolut, ja, schmelze ich genauso dahin wie ihr, wenn ihr schöne Menschen seht. Aber für eine Partnerschaft ist es für mich nicht wichtig. Für mich innerhalb einer Partnerschaft, mich muss ein Mann intellektuell erreichen. Der kann geil aussehen, sonst was. Wenn der mich intellektuell nicht anspricht, dann lässt es mich kalt. Das lässt mich einfach kalt. Er kann schön sein wie ein Adonis, es lässt mich kalt. Und dann gibt es einen Mann, der vielleicht gar nicht so schön ist, aber der hat was im Köpfchen, der ist clever, der ist klug, der ist ein Nerd, ne? Steh auf Nerds. Und bringt mich auch noch zum Lachen, dann gehen bei mir die Lichter aus. Oder die Lichter an, je nachdem. So, ich glaube, es war jetzt genug über mich. Ab und zu erzähle ich ja mal was über mich, so ganz, ganz intim und privat und persönlich. Und ich glaube, dass dieses Thema ist jetzt an dieser Stelle damit abgeschlossen. Genau. Ja, wie gesagt, heute das Romantik- und Erotik-Orakel, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es kam dann noch, wie gesagt, hinterher, nachdem ich ausgezählt hatte, noch ein paar Antworten. Die sind jetzt leider dann nicht mehr mit drin. Der Grund, warum wir heute ein Orakel machen, das erst ab 18 oder du solltest erst ab 18 sein, bevor du dir das anschaust, ist, weil es hier heute auch um Sexualität geht und um Intimität. Ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich werde Karten benutzen, die viel Nacktheit zeigen, die auch Stellungen zeigen, auch Positionen. Ich werde auf Neigungen eingehen, auf Fetisch eingehen. Und für alle, die grundsätzlich mit solchen Themen sich angetriggert fühlen oder du magst sowas nicht oder du findest sowas so, ah nee, das ist so, ach, ich kann mit sowas nicht umgehen oder ich mag sowas nicht hören, das ist mir zu intim oder sowas möchte ich mir öffentlich nicht ansehen, dann solltest du bitte an dieser Stelle abschalten. Dann ist das nichts für dich, okay? Also, weil ich werde, deshalb sage ich, das ist nur eine Vorwarnung. Sei bitte 18, wenn du das anschaust und wenn du mit solchen Themen nicht umgehen kannst oder du wirst deine Gründe für dich haben, ne, und dich triggert sowas an oder es ist dir zu direkt und du möchtest sowas von mir nicht hören, weil du das unangenehm findest, dann bitte schalte jetzt an dieser Stelle ab. Okay? Dann ist das nichts für dich. Alle anderen, die drauf abfahren, die das toll finden, die sagen sich lieber, hau auf die Kacke und lass alles raus. Kein Blatt vorm Mund. Nennen alles beim Namen. Herzlich willkommen, ja? Und das werde ich nämlich tun, weil ich finde, das ist etwas Natürliches, das gehört dazu, da ist nichts Schlimmes dabei und es ist völlig egal, auf was zwei Leute, wenn sie intim miteinander sind, auf was sie stehen. Na, das kann auch ein bisschen verrucht sein, es kann auch mal ein bisschen perverser sein, es kann ein bisschen sonst was sein. Ich sag immer, solange zwei einverstanden sind, niemand dabei verletzt wird und beide Spaß daran haben, gibt es keine Grenzen. Ja? Dann ist alles erlaubt. Okay? So. So, Ladies and Gentlemen, ich werde natürlich hier. Und das ist ein Spread. Ein Spread. Spread. Ein Spread, das ich mir ausgedacht habe. Da ist, wie gesagt, das Rad ist nicht neu erfunden. Aber genau wie beim Dualseelenorakel. Das auch hier, das funiert ganz gut, das funktioniert ganz gut. Ich werde oben fünf Karten ziehen. Dafür nehme ich die Romantik-Karten, die kennt ihr ja mittlerweile schon.
Das ist dann der Bereich, alles was mit Liebe und Romantik zu tun hat. Und unten nehme ich fünf Karten. Das ist das Casanova-Deck. Das kennt ihr mittlerweile auch. Und das hat halt eben auch so Nackedei-Szenen, wie zum Beispiel hier. Oder auch Stellungen werden gezeigt, ja. Mal hier, hat hier so üppige Brüste. Wenn du so Brüste hast, kannst du nicht ohne BH rumlaufen. Kannst du schon machen, aber ziehst dann halt ziemlich viele Blicke, ne, an dich. Oder hier, ne, sowas. Und es sind halt auch Stellungen zu sehen und so weiter und so weiter, okay? Also, deshalb mein Disclaimer. Und das finden ja alle ganz, ganz toll. Das mache ich erst noch gar nicht so lange. Nämlich, dass ich dann auch die Sexual Healing Cards, die nehme ich, die sind auch noch mal, die gehen richtig zur Sache. Teilweise an manchen Stellen sogar noch mehr als hier die Casanova-Karten. Guck mal hier, die wird hier richtig rangenommen. Hier oder da wird da richtig rangenommen. Aber dahinten, da ist so ein eifersüchtiger Mann. Der weiß nicht, dass sein Spaß bald ein Ende hat. Ne? Aber so ist es im Leben manchmal. So, heute habe ich hier eine very romantic. Ihr wisst ja, ich stehe alles auf so Sachen, die so viktorianisch sind. So alles so dieses viktorianische heute, deshalb auch etwas viktorianischer Style. So ein bisschen Victorian Style. So Downton Abbey, Jane Austen. Und heute habe ich hier, deshalb hier auch so ein bisschen Jane Austen-like. Einige von euch kennen das ja. Habe ich auch schon öfter draus getrunken. Heute hatte ich mal wieder Lust. Passt zum Styling. Das ist ja hier. Nächste Woche mache ich wieder eine neue Deko. Und deshalb heute. Heute passend hier mal eine andere Tasse. Und dann nächste Woche gibt es wieder eine neue Deko im April. Im April gibt es eine neue Deko, neue Deko, neue Deko. Gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte? Nein, ich glaube nicht. Seid nicht traurig. Genau das wollte ich noch sagen. Für alle, die das Kreuzorakel der Kelten wollten, dann kommt das halt eben danach. Und als Belohnung mache ich das mit zwei neuen Kartendecks. Und das eine Kartendeck ist sensationell. Sensationell. Ich weiß genau, dass wenn ich das benutze, dass bald jeder auf YouTube benutzen wird. Und wenn ich Geld dafür bekäme, für alle, die das dann auch kaufen, dann hätte ich schon längst mein Elektroauto, mein schönes Elektroauto aus Berlin. Das ist ein Elektroauto, das nennt sich Elektrofrosch. Und das wünsche ich mir so sehr. Dann könnte ich damit meine Einkäufe tätigen. Das Ding fährt nur 45 km/h. Das ist nichts für die Autobahn. Das ist hier für um die Ecke. Und dann müsste ich nicht mich hier kaputt schleppen mit meinem Einkauf. Okay, also. Aber so ist es halt. So ist das halt, Ladies and Gentlemen. Okay, also ihr wisst Bescheid. Kreuzorakel der Kelten kommt dann das nächste Mal. Und dafür dann mit ganz tollen neuen Karten, 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 Karten. Das wollte ich auch noch sagen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Für alle, die Tina nochmal hier, das Weltorakel Mundus Oraculi, Weltorakel Mundus Oraculi, Weltorakel Mundus Oraculi, seit gefühlten 500 Jahren in E-Mails, in Kommentaren, E-Mails, Kommentaren. Das ist wieder für alle, die das Intro nicht hören oder es hören und dann vergessen oder es hören und es nicht verstanden haben. Ich habe in letzten Du und Ich Orakel habe ich gesagt, dass ich das Mundus Oraculi wieder machen werde und habe sogar auch hierfür zwei neue, sensationelle neue Decks. Aber ich warte eine bestimmte astrologische Konstellation ab. Wann ich das mache, warum ich das so mache, verrate ich euch nicht. Da müsst ihr euch einfach gedulden. Ja? Wenn du sagst, ich habe doch gar nichts gesagt, dann bist du auch nicht gemeint, sondern die, die gemeint sind, die wissen schon, was ich meine oder wen ich meine, okay? Also, entweder hast du nicht richtig zugehört oder du spulst immer das Intro vor, dann werden die das jetzt auch wieder nicht gehört haben. Weil wenn die vorgespult haben, dann hat das jetzt auch nichts gebracht. Und alle anderen, die zuhören und es nicht verstanden haben, dann solltest du besser zuhören, okay?
Deshalb schreibt mir nicht 1,5 Millionen E-Mails und Kommentare, warum ich das Mundus Oracle nicht mache, warum ich das Mundus Oracle nicht mache. Ich habe gesagt, dass ich es tun werde. Ich habe das schon seit Wochen, sage ich das, dass ich das tun werde. Aber ich warte eine bestimmte Konstellation ab, eine astrologische Konstellation. Okay? Das ist hier für alle, die es noch nicht bemerkt haben, das ist ja ein spiritueller Kanal, der sich auch mit Astrologie beschäftigt. Und Astrologie sind gewisse Energien, die einrasten und dann entstehen ganz neue Aspekte, ganz neue Energien, ganz neuer, ganz anderer Upload. Und ich lege nicht nur Karten, sondern ich beziehe die Astrologie seit jeher ein. Okay? Und wenn ich etwas so tue, dann tue ich es, weil es einen Grund gibt. Und nur weil ich ihn hier nicht nenne, heißt es nicht, dass es dafür keinen Grund gibt. War das jetzt verwirrend genug? Ja, okay. So, mein Schatz, jetzt glaube ich, habe ich aber alles gesagt. Ich werde die Karten vor euch mischen. Ich werde alle drei Decks nur in aufrechter Lage. In aufrechter Lage. Heute ist Romantik und Erotik. Ich darf zweideutig reden. Ich darf zweideutig reden. In aufrechter Lage. Alle in aufrechter Lage lesen. Und gerade diese zwei Decks, Romantik und Casanova, die haben Büchelchen und die haben noch eine völlig andere Bedeutung. Die kannst du so lesen wie ganz klassische Rider-Waite-Smith Tarot Decks, aber sie haben noch völlig andere Bedeutungen. Und weil ich diese Karten nicht so oft benutze, muss ich immer wieder nachlesen. Das sind nur kleine Botschaften. Steht kein Kladderadatsch. Und oftmals matchen sie sich mit den originalen Botschaften. Aber nicht alle Karten. Ich gucke halt immer, was da steht. Dann channel ich das, mache einen Kontext, mache mir Notizen und dann bin ich wieder mit der Deutung da. Deshalb für meine alten Schatzi-Hasen, die kennen das. Ich lege vor euch die Karten, ich zeige euch, was rausgekommen ist. Manchmal deute ich auch schon. Und dann schalte ich die Kamera ab. Mach meine Deutung, mach mir meine Notizen, schalte die Kamera wieder ein und dann geht's ab in die richtige Deutung, okay? Und das kriegt ihr alles nicht mit, weil ich das sowieso schneiden werde. Das heißt, für euch geht's übergangslos dann weiter. Aber nur für alle, die neu dabei sind und das alles jetzt nicht kennen, okay? Wunderbar. So, Mensch, Schatz, jetzt kurz meine Standardklaviatur und dann werde ich den Blickwinkel ändern. Bei Sensitiver Universe ist das völlig egal, ob du schwul, lesbisch, bi, transgender, transfrau, transmann, intersexuell, bisexuell, heterosexuell, sapiosexuell, sonst wie sexuell bist. Es ist völlig egal, aus welchem Land du stammst, welche Hautfarbe du hast. Mütig, bist du empathisch, bist du verständnisvoll, bist du liebevoll, bist du hilfsbereit? Die menschlichen Werte. Etwas, was der Mensch im Hier und Jetzt, im Heute gar nicht mehr weiß, was das ist. Ja? Das sind Tugenden, die wir am Vergessen sind. Leider. Okay? So, bevor wir jetzt hier alle in Depression verfallen, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, Ladies and Gentlemen. Ich wünsche euch wunderbare Botschaften, wunderschöne Botschaften. Bitte denkt daran, ich wiederhole es nochmal für alle, die vorgespult haben. Ich nenne die Dinge beim Namen. Ich gehe auch auf Fetisch ein. Ich gehe auf Gelüste ein. Ich nenne hier wirklich die Dinge beim Namen. Okay? Und wenn dich sowas antriggert, wenn du sowas nicht öffentlich hören magst oder wenn das alles hier nichts für dich ist, das geht dir zu weit, das ist dir zu intim, das ist was auch immer und du bist auch noch keine 18, solltest du bitte jetzt abschalten. Okay? Und alle anderen oder allen anderen wünsche ich eine wunderbare Unterhaltung. Bis gleich, mein Schatz, mit dem Romantik- und Erotik-Orakel. I love you. Ciao. Und bevor es losgeht mit dem Orakel, nochmal ganz kurz der Hinweis auf die Webinare. Wenn du etwas Neues erlernen möchtest, wie zum Beispiel das Kartenlegen lernen, dann gehst du auf www.sensitiver-universe.com und klickst dann bitte hier auf den Punkt
Webinare. Anschließend hast du hier ein Einführungsvideo, das ist kostenlos, lass dich nicht von dem Preis irritieren. Dort erfährst du einige Dinge übers Kartenlegen und anschließend kannst du dann entsprechend dein Wunschmodul buchen. Ich habe 4 Module und wenn du hier auf eins der Module klickst, dann kommst du auf Vimeo On Demand. Und dort findest du nochmal mehr Beschreibungen zu den einzelnen Modulen. Wenn du Fragen hast oder Infos haben möchtest, dann schreibst du mir bitte hier eine E-Mail und ich antworte dir dann mit den entsprechenden Infos. Und wenn du dein Webinar dann fertig hast, dann schreibst du mir erneut eine E-Mail, sagst du mir, was du gebucht hast und ich sende dir ein Zertifikat zu, das so aussieht. Also online, ein Zertifikat ist kostenlos und wenn du es in Papierformat möchtest, einfach hier auf 5 Euro klicken und die 5 Euro buchen bzw. dein Zertifikat in Papierformat buchen und dann sieht das so aus und du kriegst es von mir per Post zugeschickt und in diesen 5 Euro ist das Porto schon mit inbegriffen. Okay, ja, ich hoffe, vielleicht ist da was für dich dabei, würde mich sehr, sehr freuen und dann würde ich sagen, bis gleich mit dem Orakel und natürlich wünsche ich euch wunderbare Botschaften. Vielen Dank für deine Zeit und dass ich das eben mal kurz vorstellen durfte. Dankeschön, mein Schatz. Bis gleich mit dem Orakel. Tschüssi. So, mein Schatz, there we are again. Und ich mache jetzt gleich Palim Palim. Ihr kennt es ja mit dem Erden. Nichts überkreuzen, no Tango, no Chandra. All after the reading, please. Yes, I can book you, sir. And we'll see what will happen in the love life. So, mein Schatz. Jetzt werden wir hier gleich mal dreimal Palim Palim machen. Und dann wird's erotisch, erotisch, erotisch. Okay, liebes Universum. Moment, ich bin ja hier mit den Falschen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Romantiklinie an. Ich werde jetzt erst einmal 5 Karten aus den Romantikkarten ziehen. Die kommen hier oben hin. Oh, haben wir direkt eine bekommen? Genau so. Thank you very much. Thank you very much. Gibst du uns bitte weitere 4 Karten im Bereich der Liebe? Das sind zu viele. Liebes Universum. One more card. One more card. Okay. Die wird jetzt nicht mit berücksichtigt, aber ich zeige sie euch trotzdem. Auf der Rückseite haben wir die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen. So. Jetzt wird's schmutzig. So, mein Schatz. Wollen wir mal gucken, was hier in der schmutzigen Linie rauskommt, ne? Ja, in der schmutzigen Linie. Gibst du uns bitte 5 Karten? Thank you very much. Number 2, ladies and gentlemen. Okay. Ich mach's ein bisschen weiter hoch. Okay, wir haben jetzt genau 000. Neubeginn. Ein Neubeginn zeichnet sich ab. Ich bin mal gespannt, ob das in Resonanz geht. Ein Neubeginn. 000. 0 Uhr 00. Jetzt haben wir gleich 000000 und 00 Sekunden. So. Gibt's dann die? Okay, die nehme ich. Ich nehme sie, ich nehme sie. Ich habe sie gesehen. Noch 2, bitte. Weitere Karten.
Thank you very much. One more kite. One more time. Celebration. Das ist, glaube ich, Daft Punk, ne? One more time. Ich mag die so gerne, Daft Punk. Celebration. Das sind zu viele, aber ich nehme die hier. Thank you. So, auf der Rückseite. Das habe ich gesagt, der Neubeginn. Der Neubeginn, das Ass der Münzen, der Neubeginn. Wird aber jetzt nicht mit berücksichtigt. Acht der Münzen plus Ass der Münzen ergibt 9 der Münzen. Oh my God, oh my God, oh my God. Hier wird jemand Single oder hier hat man es mit einem Single zu tun. Oder du bist Single. 9 der Münzen ist die Single-Karte. Ist übrigens meine Lieblingskarte. Das ist im Tarot meine Lieblingskarte. Da habe ich mal ein Gewinnspiel gemacht, welche meine Lieblingskarte ist. Und nur wenige haben sie erraten. Jetzt, mein Schatz, jetzt wird's spannend. Und weil es so spannend ist, ziehe ich jetzt direkt meine Hausschuhe aus. Ah, so. Ich zeige euch die Karten, teilweise gehe ich schon in die Deutung rein, aber ich werde die Kamera abschalten, dann nochmal gucken, was im Büchelchen steht, mir richtige Notizen machen und dann wieder zurückkommen mit der vollständigen Deutung. Okay, okay. Und dann werden wir aber, das mache ich aber erst danach, die hier, die Sexual Healing zur Erklärung nehmen, okay? Okay. Also, auf der Romantiklinie, das ist die Liebeslinie, die Romantiklinie und das ist die Erotik, die Sexlinie. Und natürlich wird das alles im Kontext gelesen. Was haben wir denn hier? Die erste Karte. Der Gehängte. Das ist übrigens Sternzeichen Fische. Der Gehängte. Der Gehängte. Hier hängt jemand fest, wie das Wort es schon sagt. Ne? Da müssen wir, ich muss nur mal gucken, was im Büchelchen steht. Aber jetzt von der klassischen Deutung her, eine Situation stagniert. Hängt fest, aber auch, das ist übrigens eine der höchsten spirituellen Karten, das ist nämlich auch die Karte der Erleuchtung, die Karte der Erkenntnis, sich läutern, nämlich etwas aus einem anderen Blickwinkel versuchen zu betrachten. Teilweise wird man auch gezwungen, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, eine andere Perspektive, um zu, ja, einer neuen Erkenntnis zu gelangen. Und vielleicht sollte eure Partnerschaft gerade stagnieren oder in einer Stagnation sein, dann dauert es nicht mehr lange, bis man sich befreit. Aber diese Stagnation ist notwendig. Warum? Um einen anderen Blick auf die Beziehung, auf diese Situation, auf dich, auf ihn, auf sie zu bekommen. Weil so wie es ist, kann es nicht bleiben und so wie es ist, kommt man nicht weiter. Okay? Zweite Karte auf der Romantiklinie. The Magician. Schon wieder hier, Magician. Die Initiation. Initiation, der Beginn. Da haben wir 2 große Arkanen. Das ist signifikant, was hier passiert, ladies and gentlemen. Boah. Und das direkt nach dem Gehängten. Das habe ich gerade gesagt. Der Gehängte ist, es geht darum, eine neue Ansicht, eine neue Perspektive, einen neuen Blick auf die Sache zu bekommen. Und der Magier ist die Karte der Manifestation. Der Magier, der kann mit allen Elementen, Feuer, Luft, Erde und Feuer, Luft, Erde und Wasser, genau. Wir haben das Schwert, das ist die Luft, Stab, Feuer, Wasser, Kelch und Münze, Erde. Hier wird man ein Meister. Der, hier haben wir übrigens Sternzeichen Zwillinge, Jungfrau und manchmal auch kann hier der Skorpion repräsentiert werden, okay? Fixiert euch nicht so sehr auf die Sternzeichen und vor allen Dingen auch nicht so sehr auf das tatsächliche Sternzeichen, denn in den meisten Fällen taucht dein Partner, deine Partnerin im Aszendenten oder im Mondzeichen auf, okay? Okay, mein Schatz, also, so wie es aussieht, muss man erstmal hier eine neue Sicht bekommen und dann wird man die Sache meistern. Hier wird jemand eine Sache, nachdem man einen anderen Blick auf die Sache bekommt, fängt man plötzlich an, es anders zu handeln,
anders damit umzugehen. Vor allen Dingen, und das ist das Wichtige bei dieser Karte, bei dieser Aussage im Kontext jetzt mit diesen beiden, man lernt besser damit umzugehen. Man lernt besser mit dir, mit sich und mit den Umständen umzugehen. Man wird, it's a mastery. Hier wird jemand a master. This person is going to be a master of the situation. Also diese Person wird ein Meister dieser Situation werden, muss aber erst einmal sich hier läutern. Okay? Alles, was ich sage, kann auch für euch beide stehen, kann auch für dich stehen. Okay? Wenn du die Person bist, die jetzt mit dieser Situation überfordert ist und erst einmal eine Rückzugszeit braucht. Wir schauen weiter. Oder mit dem König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Hier sind die Werte. Diese Person ist sehr traditionell. Ihm oder ihr, lass dich nicht davon irritieren, weil wir hier einen Mann haben. Das kann auch für eine Frau stehen. Dieser Mann oder diese Frau ist sehr traditionell, ist sehr bodenständig. Man lässt sich nur sehr, sehr langsam auf etwas ein. Wenn man sich aber einlässt, dann mit Bestand, dann muss es auch, vor allen Dingen, weil wir den König haben, das ist eine Person, die, wenn er oder sie sich auf eine Beziehung, auf eine Partnerschaft einlässt, müssen alle Aspekte betrachtet werden. Und guck, da kommen wir wieder auf diese Karte zurück. Bin ich bereit, alles das tun zu können? In einigen Fällen, das ist jetzt sehr speziell, was ich sage, für eine ganz spezielle Reisegruppe. In einigen Fällen kann es auch dafür stehen, dass jemand erstmal versucht, sich finanziell wieder auf die Bahnen zu bringen. Hier möchte dir jemand erst ein Angebot machen, wenn man sich finanziell und jobmäßig oder rundherum abgesichert fühlt. Nur als Beispiel. Hier ist jemand gerade im Jobwechsel oder macht sich gerade selbstständig oder steht kurz vor einer Scheidung, vor einer Trennung und dann geht das mit einer Gütertrennung einher, mit Sorgerecht und so weiter. Wie viel Geld bleibt mir denn überhaupt für mich noch übrig, wenn ich meiner Ex-Frau oder meinem Ex-Mann alles abtreten muss? Kann ich denn dann eine neue Partnerschaft eingehen oder muss ich meiner neuen Partnerin sagen, du, tut mir leid, ich kann mit dir nicht Pizza essen gehen, weil die Alimente, die ich zu zahlen habe, die fressen mich auf. Ja? Also, hier könnte zum Beispiel jemand auch erstmal einen Kredit abbezahlen wollen. Vielleicht hat man gewisse Schulden gemacht oder man hat irgendein Stipendium oder man hat nicht Stipendium, einen Studienkredit. Also das ist sehr, sehr speziell. Das ist nicht bei allen jetzt. Ja, das ist eine ganz spezielle Reisegruppe. Hier könnte man es auch mit einer Frau, mit einem Mann zu tun haben, die oder der sich erstmal finanziell seiner Sache, ihrer Sache, in ihrem Leben, in seinem Leben sicher fühlen möchte und dann erst lässt man sich ein. Wenn das nichts mit Geld, Finanzen und so weiter zu tun hat, das, was ich sage, kann sowohl als auch jetzt sein. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es hat nichts mit Materiellem zu tun, dann geht es um die Werte. Ist deine Art zu leben, dein Lebenswandel, deine Einstellung, wie du sprichst, wie du bist, wie du lebst, deine Familie, dein Background, sind diese Werte mit seinen, ihren Werten vereinbar? Der König der Münzen ist ein Familienmensch. Oder auch die Freunde, wenn man keine Familie hat oder nicht so einen starken Bezug zur Familie, dann sind einem die Freunde oder die Kollegen sehr wichtig. Die haben einen besonders hohen Stellenwert. Ist das denn mit dir vereinbar? Weil wenn man sich auf dich einlässt, dann muss man dich ja auch vorstellen, seinen, ihren Freunden, der Familie. Ja, gehen deine Werte, wie du lebst, wie du denkst, wie du bist, passt das überhaupt? Muss man sich für dich fremd schämen? Ja, ich weiß, es ist blöd, was ich gerade sage, aber es gibt tatsächlich Menschen, die so denken. Die sind nicht so liberal. Und wie ich ja sagte, wir haben es hier mit dem König der Münzen zu tun. Diese Person legt auf solche Dinge Wert. Man ist konservativ. Dieser Mensch hier, diese Frau, dieser Mann, ist sehr konservativ in diesen Dingen. Okay? Und wenn das halt eben der Mann, die Frau ist, in den du dich verliebt hast, dann ist es nun mal so. Da muss man das akzeptieren. Auch wenn du anders denkst, wenn du sagst, ich denke aber nicht so, mir sind solche Dinge nicht wichtig. Ja, aber vielleicht genau deshalb, weil man anders ist als du und weil dir diese Dinge nicht wichtig sind, aber ihm oder ihr sind diese Dinge wichtig, lässt man sich so lange Zeit, muss man
alles erwägen, hält man sich zurück. Man hält seine Gefühle, ihre Gefühle zurück. Man sagt dir nicht, was man will, man lässt sich nicht auf dich ein und so weiter. Gerade weil du, wie du jetzt, wie einige von euch sagen, ja, ich bin ja nicht so. Ja, aber genau das ist ja sein Problem, das ist ja ihr Problem. Wenn du jetzt sagst, ja, aber ich bin doch genauso. Ja, aber das möchte dann er oder sie herausfinden, ob du auch genauso bist. Ob das passt, ob eure Werte, eure Glaubenssätze, euer Background, euer Lifestyle, ob das sich zusammen vereinbaren lässt. Ich wiederhole es nochmal, du hast dich halt in so einen Menschen verliebt. Und wenn du ihn oder sie haben willst, sind das seine Bedingungen. Das sind ihre Bedingungen. Die macht die Person, mit der du zusammen bist. Deshalb, ich bin auch nicht so. Mir sind solche Dinge, mir ist das wurscht, was meine Familie über meinen Partner denkt oder meine Freunde. Wenn ich diese Person liebe, dann liebe ich ihn so mit Haut und Haaren, wie er ist. Selbst wenn er mit grünen Haaren rumläuft und zerrissenen Jeans, das interessiert mich nicht die Bohne. Wenn ich ihn liebe, ob die anderen das gut finden oder nicht, interessiert mich nicht. Aber nicht alle denken so. Und schon gar nicht diese Person. Wir müssen jetzt mal gucken, wer diese Person ist. In einigen Fällen kann das sogar der Vater sein oder die Mutter. Ich wiederhole nochmal, es ist eine allgemeine Legung. Wenn du hier einen Mann siehst, das steht einfach für eine Person. Dein Herzensmensch könnte hier eventuell alles an das messen, was die Mutter denkt oder was der Vater denkt oder die Eltern. Das bedeutet, vielleicht ist man selber gar nicht so, aber um bei der Familie oder bei den Freunden nicht in Ungnade zu fallen und hier hat eine Vaterfigur oder eine Mutterfigur, was er oder sie, wie sie denkt, wie er denkt, spielt für ihn oder für sie eine enorm große Rolle. Deshalb ist man hier in Limbo, in a Limbo State, weil er oder sie nicht weiß, was mache ich, wie gehe ich mit der Situation um. Aber genau das wird er oder sie ja auch lernen. Hier, Mastery, the Mastery. Diese Person wird diese Situation meistern. Und deshalb, das kann einer der Gründe sein, warum man, gerade wenn ihr on-off habt oder euch lange nicht mehr gehört habt, kann das einer der Gründe sein. Man wusste nicht, wie man mit dieser Situation umgeht. Und wenn ihr euch erinnert, das ist jetzt schon einige Monate her, aber ich sage ja immer, diese Orakel haben eine Gültigkeit, eigentlich immer gültig, ja? Es gibt ja weder Zeit noch Raum. Aber von der höchsten Trefferquote her kannst du sagen, halbes, dreiviertel Jahr. Die letzten, das ist schon Monate her, Orakel, die ich gemacht habe, wer erinnert sich noch, als ich gesagt habe, und dann kam Polly. Dieser Film, in diesem Film, wer das nicht gesehen hat, der sollte sich das mal anschauen. Und dann kam Polly. Hier kommen zwei Leute zusammen, die sind wie Tag und Nacht. Er, super konservativ, ein Versicherungsmakler, der auf Risiko, so Risiko evaluiert, ja. Ist das eine riskante Person? Da wird alles kalkuliert, wer hat Vor- und Nachteile. Man hört gar nicht auf sein Herz. Sie, total chaotisch, hat ein Frettchen als Haustier, macht Yoga, läuft barfuß rum, ist spirituell veranlagt. Ich finde, dieser Film, der ist so genial, der ist so zum Lachen. Sie ist so ein bisschen indisch angehaucht. Also die sind wie Tag und Nacht, aber irgendwann erkennt er, dass genau das frischen Wind in sein Leben bringt, okay? Also so, und so eine Situation habe ich. Das geht wirklich, das, was hier herauskommt, ich gehe noch auf andere Szenarien, bevor ihr alle ausrastet. Aber das kriege ich hier als erstes rein. Wir haben hier, du bist ein Freigeist, du bist einfach anders, du glaubst an Spiritualität, du glaubst an Astrologie, an Kartenlegen, du bist ein bisschen verrückt, du bist ein Freigeist, eine Freidenkerin, Freidenker, bist anders eingestellt, du bist nicht so Mainstream. Diese Person ist genau das Gegenteil von dir. Es ist wichtig, was die Familie denkt, es ist wichtig, was die Freunde denken. Vielleicht ist man extrem rational, so dieses Kartenlegen und Astrologie und Spiritualität und so Kumbaya, my Lord, und Joint rauchen und so ein bisschen 68er, Wassermann-Zeitalter, Hippie, 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 Flower Power ist nicht so seins, ist nicht so ihrs, okay? Aber deshalb sage ich, das kann die Person sein, das kann aber auch eine
einflussreiche Person sein. Das heißt, eine konditionierende Person. Wenn das nicht er oder sie ist, wenn du sagst, nein, er ist aber nicht so, die ist aber nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, dann gibt es scheinbar eine Person in seinem, ihrem Leben. Hier kündigt der Münzen oftmals eine Vaterfigur, weil es eine allgemeine Legung ist, kann es die Mutterfigur sein. Und das, was sie denkt, das, was er denkt, ist Gesetz. Und diese Person ist konditioniert. Es ist ihm oder ihr extrem wichtig, das, was die Familie denkt, was die Mutter denkt, was der Vater denkt. Okay? Und deshalb hängt man fest. Man hängt in den Seilen. Man hängt einfach in den Seilen. Wie kriegt man das zusammen? Wie erklärt man der Familie, dass man sich in so eine verrückte Nudel verliebt hat, wie du es bist? Wie erklärt man das der Familie, okay? Deshalb, in einigen Fällen kann es sogar auch hier Coming Out sein, okay? Also sprich, vielleicht ist das hier, hat das was mit Bisexualität zu tun, weil ich am Anfang noch davon erzählt habe, hatte das etwas mit Homosexualität zu tun? Vielleicht ist das hier so ein, vielleicht bist du schwul oder du bist lesbisch, ja? Und das ist jetzt so eine complicated Situation, wo man jetzt nicht weiß, wie man es dem Vater oder der Mutter oder den Freunden erklärt, dass man auf gleichgeschlechtlich steht, okay? Also auch das kann es sein. Oder andere Glaubensrichtung, genau dasselbe. Jemand ist vielleicht Christentum und du bist, weiß ich nicht, Hinduismus oder vielleicht Islam oder Judentum oder ist völlig wurscht. Oder Gnostiker und du bist, glaubst vielleicht an gar nichts und er oder sie kommt aus einer Familie, wo 5-mal am Tag gebetet wird, ja? Also auch Glaubensrichtungen können eine große Rolle spielen. Und hier haben wir die 5 der Münzen. Oh. Aua. Okay. Man hat Angst. Die 5 der Münzen ist die Armutskarte. Die Karte, so dieses, oh nein, wenn ich das tue, dann lassen mich alle im Stich. Dann verliere ich alles. Das ist nämlich die Verlustkarte. Bankrott. Ja, Bankrott, Armut, Verlassensein. Von allen verlassen werden, jemanden vermissen. Diese Person, ich sag ja, das ist die Ausgangskarte. Man ist im Dilemma. Das ist die Dilemma-Karte. Diese Karte sagt der Gehängte, ich bin in einer Zwickmühle und ich weiß nicht, was ich machen soll. Lasse ich mich nicht auf dich ein, obwohl du mir so viel bedeutest, dann vermisse ich dich wie verrückt. Wenn ich mich auf dich einlasse, wollen vielleicht meine Familie, meine Freunde nicht mehr mit mir zu tun haben und die glauben, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Und dann werde ich die vermissen und dann falle ich da in Ungnade. Was mache ich? Was mache ich? Was soll ich bloß tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und in einigen Fällen, wie ich es euch ja gesagt habe, weil das ist auch Bankrott, das ist hier Insolvenz. Diese Person könnte sich ganz, ganz schlimm dafür schämen, dass man Schulden hat, dass man bankrott ist, dass man kein Geld hat und man möchte bei dir nicht den Eindruck erwecken, dass man finanziell völlig am Boden ist. Diese Person könnte finanziell völlig am Boden stehen, völlig am Boden sein. Und du weißt gar nichts davon, denn bei dir erweckt man das Gefühl von, ich bin stabil, ich habe einen guten Job und ich habe dieses und jenes, aber du kennst sein, ihr kleines Geheimnis nicht. Er oder sie könnte irgendwelche finanziellen Verluste erlitten haben. Vielleicht war man selbstständig, weil der König der Münzen ist manchmal auch selbstständig, und man musste die Firma bankrott melden. Vielleicht hat man mehrere Firmen gehabt und die sind alle bankrott gegangen. Und diese Person versucht sich jetzt erst einmal ein Polster wieder anzusparen, um das mal so zu sagen. Und erst, wenn man dieses Ziel erreicht hat, erst dann der Neubeginn. Erst dann fühlt man sich sicher genug, um mit dieser Situation umzugehen wie ein Magier. Das ist für eine ganz spezielle Reisegruppe. Also entweder hat das mit den Finanzen zu tun und bei einigen kann es sogar alles zusammen sein. Nämlich die Zwickmühle mit Tradition, Werten, konservativ, du so, er oder sie so anders, Familie anders als du, Familie anders als deine Familie und so weiter. Oder es sind die Finanzen. Okay, hier hat jemand Verluste erlitten.
Wenn das keine finanziellen Verluste sind, dann hat man irgendetwas Wertvolles. Und etwas Wertvolles könnte sein, dass jemand vielleicht diese Welt verlassen hat, dass man die große Liebe, von der man dachte, mit diese Person werde ich heiraten, mit dieser Person werde ich alt werden, und dann ging alles den Bach runter. Alles den Bach runter. Und diese Person ist jetzt so ein gebranntes Kind. Man hat solche große Angst, wieder alles zu verlieren, dass man sich deshalb Zeit lässt. Man ist in der Zwickmühle. Soll ich mich wieder wagen? Soll ich es wieder riskieren? Riskieren, dass ich wieder alles verlieren kann, was ich lieb gewonnen habe? Ja? Ich wiederhole noch einmal. Diese Karten, insbesondere auch die 5 der Münzen, ich gehe auch auf die, weil das ist ja sehr bildträchtig. Ja, diese Karten sind bildträchtig, ich gehe auch auf die Bilder ein. Das mache ich erst hinterher. Wir sind immer noch am Aufdecken und ich erzählte euch ja, ich deute da ja schon. Aber ich muss noch mal gucken, was in den Büchelchen steht, weil werde ich dann hinzufügen, weil oftmals diese Karten auch noch eine völlig andere Bedeutung haben. Okay? So, was haben wir denn noch? Das ist so fucking fassbar. Die 8 der Schwerter. Das ist ein und dasselbe, ein und dieselbe Aussage. Die 8 der Schwerter ist im klassischen Tarot, Rider-Waite-Smith Tarot, ist das die Frau, die 8 Schwerter um sich herum hat und hat eine Augenbinde an, ist hinten gefesselt, aber eigentlich ist sie ist in keinem Gefängnis. Es ist ein Gefängnis im Kopf. Kukelt, nicht kokelt, googelt, goggelt mal der Gehängte. Gib mal in Google ein, der Gehängte und 8 der Schwerter. Und dann wirst du sehen, was ich meine. Das ist das Gefängnis im Kopf. Die Grenzen im Kopf. Es sind keine Grenzen von außen. Niemand anderes außer diese Person selber sorgt für, das sind künstlich fabrizierte Probleme zwischen euch. Diese Person ist eine Drama Queen, wirklich. Drama Queen. Egal ob Mann oder Frau. Wir haben hier Sternzeichen Fische, Sternzeichen Zwillinge und Stier, Steinbock, Jungfrau. Diese Konstellation könnte diese Person im Sternzeichen, Aszendent, Mond, Mars, Venus, viele Platzierungen in seiner Chart haben. Oder es ist eine Kombination aus euch beiden. Das sind die Grenzen im Kopf. Diese Person macht aus einer Mücke einen Elefanten. Diese Person übertreibt. Und zwar selber. Klar, brauchen wir uns gar nicht vorzumachen. Vielleicht stimmt das auch. Man könnte, wenn man zu dir steht, könnte man die Familie gegen sich hetzen, die Freunde gegen sich hetzen oder sich lächerlich machen, weil du einfach anders bist als die anderen. Oder. Es gibt tausend Gründe. Tausend Gründe. Okay? Aber hauptsächlich, weil ich den Gehängten in Verbindung mit der 8 der Schwerter habe, sind die Probleme, die zwischen euch sind, der Grund, warum ihr zwei einfach nicht vorankommt, sind die Probleme, die dieser Mann, diese Frau sich selbst im Kopf fabriziert. Hier haben wir eine Person, this one is pathetic, wirklich. Diese Person übertreibt's. Übertreibt es. Hier kreiert man sich selbst Probleme, macht ein Drama, was gar nicht so ein großes Drama wäre. Würde sich diese Person endlich mal bewegen, würde man feststellen, dass es am Ende, dass man, diese Person könnte irgendwann mal sagen, weißt du was, ich habe mich viel verrückter gemacht, als es ist. Und irgendwann wirst du sagen, ach was. Ach was. Sag bloß. Sag bloß. Du weißt das schon lange. Unglaublich. Die meisten Menschen stehen sich selbst im Weg. Das hier, Ladies and Gentlemen, ist Selbstsabotage. Diese Person hat die Neigung, sich selbst zu sabotieren. Tja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Lass uns doch mal gucken,
was wir in der erotischen Linie haben. Und die stehen natürlich im Kontext auch zu den anderen. Dann, wenn ich euch alle Karten gezeigt habe, werde ich die Kamera abschalten. Ich mache mir Notizen und dann bin ich wieder da und kläre mit dem Sexual Healing. Und dann geht's an die Banane. So, mein Schatz. Weiter geht's. Was haben wir auf der Erotiklinie? Da haben wir die 5 der Stäbe. Ist der Kampf. Guck hier. Kampf. Der innere Kampf. Die Konflikte. Oh, ja, oh, ich will. Ja, nein, ja, no. Mann, was mache ich bloß dann hier, wenn ich das. Drama. Drama, Rama. Wirklich hier mal. Drama, Rama. Der innere, das sind nur diese. Der Grund, warum ich sage, dass es nicht unbedingt nur äußere Konflikte sind, ist, weil wir hier die 8 der Schwerte haben. Und wir haben die 5 der Stäbe unter dem Gehängten. Es sind die inneren Kämpfe, die inneren Konflikte, die inneren Dämonen, die dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann bekämpfen muss. Wie ein Don Quixote. Kennt ihr die Geschichte? Den Film Don Quixote? Der Mann, der gegen Windmühlen kämpfte? Das, hier haben wir einen Don Quixote. Ein Don Quixote, hier haben wir eine Person, die gegen Windmühlen kämpft. Das ist unfassbar. Unfassbar. Zwischen euch könnte es schon längst wunderschön sein. Ist es aber nicht. Es ist, wie es auch immer ist bei euch. Und der Grund ist, weil diese Person eine viel dramatische Person ist. Drama. Drama. Aus Mückenschiss macht man einen Elefanten. Nicht mal aus einer Mücke, sondern aus Mückenschiss. Wirklich. Das ist der Schiss, den die Mücke macht. Daraus macht man einen Elefanten. Das ist unfassbar. Die 2. Karte haben wir die 9 der Schwerter. Das ist so unglaublich. Die 9 der Schwerter ist die Karte, sich verrückt machen. Schreibt es euch bitte auf. Ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe. Schreibt euch bitte auf. Gebt in Google. In Google. Gebt mal in Google ein. Der Gehängte, die 8 der Schwerter und die 9 der Schwerter. Und du wirst bei allen 3 Karten feststellen, dass es bei allen 3 Karten darum geht, dass man sich verrückt macht. Die 9 der Schwerter ist die Karte der Schlaflosen. Kennt ihr diese in dem Rider-Waite-Tarot-Smith? Die Karte. Der Mann, der im Bett liegt und so die Hände vors Gesicht hält und hat Albträume. Die 9 der Schwerter ist die Karte Kopfkino. Richtig Kopfkino. Sich verrückt machen. Nachts nicht schlafen können. Hin und her und hin und her. Und wie soll ich es machen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Da kippe ich ja selbst fast um. Da fahre ich ja gleich in Ohnmacht. Wie so ein Burgfräulein. Wie ein Burgfräulein vor der ersten Nacht. Wie so eine Jungfrau vor der ersten Nacht. Wirklich. 9 der Schwerter ist sich verrückt machen. Unfassbar. Guck mal hier. 5 der Stäbe. Konflikte. Der gehängt. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? 8 der Schwerter. Oh, ich muss mich zurückhalten. Ich kann ihm nicht sagen, wie sehr ich ihn oder sie begehre. Ich kann das nicht tun, es geht nicht. Es tut mir leid. Mein Gott, beruhig dich. Ganz ruhig, Brauner. Und du leidest darunter. Während diese Person in Bezug auf dich ein Riesenkino, das ist ein Oscar-prämierter Film, und jede Rolle wird nur von ihm gespielt, nur von ihr gespielt. Das ist ein Film, in dem er oder sie alle Rollen belegt hat, für sich selbst. Man spielt die Rolle der Mutter, man spielt die Rolle des Vaters, man spielt die Rolle des besten Kumpels, man spielt die Rolle der Kollegen. Und niemand von denen denkt vielleicht auch nur im Ansatz so. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber das, wovon diese Person glaubt, wie die reagieren könnte oder wie sie denken könnte, ist nur in seinem, ihrem Kopf. Nirgendwo anders.
Diese Person nimmt sich selbst so wichtig, so wichtig und merkt gar nicht, wie arrogant es ist. Wie arrogant es ist, dir das Gefühl zu vermitteln und man merkt es noch nicht mal. Man ist so in ihrer Hauptrolle gefangen, dass man gar nicht bemerkt, wie sehr man dir wehtut, weil man dir das Gefühl gibt, du seist nicht gut genug. Du seist was auch immer nicht. Bist es vielleicht nicht wert, du bist vielleicht nicht gut genug, du bist vielleicht sogar schlecht für sein ihr Leben. Unfassbar. Unfassbar. Drama. Drama Queen der Superlative, egal ob Mann oder Frau. Unfassbar. Aber auch hier, auch die Casanova-Karten haben noch andere Bedeutungen. Deshalb, ich mache mir gleich Notizen. Diese Deutung, die ich jetzt hier gerade mache, mache ich rein aus der klassischen Rider-Waite. Ja, aus den klassischen Rider-Waite. Aber ich erzählte euch ja, diese zwei Kartendecks haben nochmal eigene Deutungen und die muss ich mir dann zusammenschreiben. Okay? Im Kontext zu dem, was ich dann für mich reingechannelt habe. Lass uns weiterschauen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier 5 der Schwerter. Wir haben 2 Fünfen. 2 Fünfen, das steht für Veränderung. Angst vor Veränderung. Du hast es hier nicht nur, dass du hier eine Drama Queen hast, Mann oder Frau, sondern du hast auch noch eine Person und das passt perfekt unter dem König der Münzen. Warum? Weil wir hier eine Erdenergie haben. Und wenn es Sternzeichen gibt, die Veränderung meiden wie der Teufel das Weihwasser, dann sind das Erdzeichen. Stier, Steinbock, Jungfrau möchten oder hassen Veränderungen, möchten am liebsten all das, alles für immer und ewig, bis sie diese Erde verlassen, alles so bleibt, das ist meine Fußstütze, Moment, alles so bleibt, wie es ist. 5. Schwerter, das ist das, wovor man Angst hat, das ist das hier. Das ist Kopfkino. 9. Schwerter, 5. Schwerter ist die Angst, betrogen zu werden. Entweder hat man Angst, jetzt habe ich ein anderes Szenario. Hier könntest du es nämlich auch mit jemandem zu tun haben, der nicht der Geldmangel hat, sondern der oder die viel Geld besitzt. Vielleicht sogar aus einem guten Stall kommt. Familienbesitz, Familienerbe. Richtig, richtig viel Kohle. Und hier hat man Angst, die 5 der Schwerter ist nämlich auch die Karte des Betruges. Und weil wir hier die 5 der Münzen haben, diese Person könnte, das ist jetzt wieder ein anderes Szenario, Angst haben, dass du ein Golddigger bist. Eine Heiratsschwindlerin, ein Heiratsschwindler, ein Love Scammer. Dass du nur hinter seinem, ihrem Geld bist. Dass du mit ihm oder mit ihr nur zusammen sein möchtest, weil man hier Status, Geld, aus gutem Hause kommt und so weiter. Auch das habe ich. Und weil wir hier genau direkt hier unter der 5. unter dem König der Münzen haben wir die 5 der Schwerter, die Betrug, Lug und Betrugkarte. Diagonal guck mal, wir haben hier 3x die 5. 5, 5, 5. Das ist eine Engelszahl. 5, 5, 5 ist Veränderung. Dass es sich zu seinem, ihrem Nachteil verändern könnte, wenn man sich auf dich einlässt, dass du ihn oder sie dann ausquetschst wie eine Zitrone. Oder dem, ich sag ja, hier, Angst vor Status und so weiter. Wieder jemand anderes könnte Angst haben, wenn man dich mit nach Hause bringt. Wenn man dich der Familie vorstellt und diese Familie steht vielleicht finanziell gut da, dann hat man einfach Angst, in Ungnade zu fallen, dass man enterbt wird, dass die Familie keine finanzielle Unterstützung mehr gibt, weil er oder sie sich auf dich eingelassen hat und gehörst einer anderen Religion an, vielleicht gehörst du gar keine Religion an. Oder du glaubst, wie gesagt, Kartenlegen, Astrologie, hast ganz, ganz andere spirituelle Ansichten. Vielleicht bist du ein bisschen crazy. Ich sag's euch, das ist hier für alle, die mit diesem Szenario in Resonanz gehen, die sollten sich den Film anschauen und dann kam Polly. Du bist die Polly und es ist egal, ob du ein Mann bist, ja? Du hast die Rolle von Polly inne. Und diese andere Person ist
der Band Stiller, den ich ja einfach klasse finde. Also, wir haben hier mehrere Szenarien. Die Angst, belogen, betrogen werden, wegen Status, wegen Geld. Oder von anderen fallen gelassen werden und dann Verluste erleiden, weil niemand mehr mit ihm, mit ihr zu tun haben will. Und ich wiederhole noch einmal, alles das ist das, was er glaubt, ist das, was sie glaubt, was passieren könnte, wenn man sich auf dich einlässt. Und die Karten, wie sie hier liegen, sagen mir schon mal, dass das meiste selbst fabriziert ist. 8 der Schwerter, 9 der Schwerter, 5 der Stäbe, der Gehängte. Drei der Kelche. Jetzt kommen wir hier zu den Dreiecksgeschichten. Hier haben wir auch die Qual der Wahl. Entweder ist das hier die Familie, das ist nämlich auch die Gossip-Karte, Gerüchte. Wenn es hier keine Dreiecksgeschichte ist, wenn du sagst, nö, bei uns gibt es keine dritte Person, er ist Single, sie ist Single, ich bin Single, okay. Und bei wieder anderen gibt es hier eben halt noch eine andere Person. Entweder ist man hier im Zwiespalt, auf wen lasse ich mich ein? Wer ist die bessere Partie für mich? Da kann ich nur noch mal sagen, schau dir und dann kam Polly an. Da haben wir dasselbe Dilemma. Das ist nämlich genau das. Lasse ich mich auf die ein? Lasse ich mich auf den ein, die besser zu meiner Familie passt? Oder lasse ich mich auf den, auf die ein, die eigentlich nicht so gut zu meiner Familie oder zu meinen Freunden oder zu meinem Leben passt? Und dann, wer von beiden wird mich hier finanziell ausziehen? Wer von beiden könnte mir finanziell schaden, wenn ich mich auf die oder auf den oder auf die einlasse oder auf den? Und wenn es keine Dreiecksgeschichte ist, dann ist es Gossip. Gossip sind Gerüchte, Geläster, Angst vor Rufmord. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört, mit wem er oder sie zusammen ist? Ja, ich hab's gehört. So eine total Verrückte, die glaubt an Kartenlegen, Astrologie und so. Echt jetzt? Das passt überhaupt nicht zu ihm, oder? Nee. Komisch, oder? Was hat er denn an der bloß gefunden? Ich weiß es auch nicht. Passt irgendwie nicht. Ja, finde ich auch. So etwas kann es sein. Wenn es nicht das ist, dann, wenn es wirklich hier eine Glaubens- oder Religionsfrage ist, vielleicht sind die Eltern oder die Familie extrem gläubig. Also was? Dein Sohn ist mit einer Frau, mit einem Mann zusammen, der oder die ist Schamane, Karten, der glaubt an sowas. Vicky, also, das darfst du am Sonntag aber unserem Priester nicht erzählen. Wenn der das erfährt, nein. Wir wollen ja, nächste Woche haben wir hier eine Wallfahrt, ne? Und dann, ich wollte mal mit dem Priester darüber reden, ob das in Ordnung ist, wenn mein Sohn, meine Tochter sich auf so jemanden einlässt. Ja, unbedingt, unbedingt. Das geht ja gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Also, entweder ist es sowas, ja. Und wenn du dich in diesen beiden Szenarien nicht wieder siehst, dann ist es einfach nur, dann hat es nichts mit Gerüchten zu tun, dann hat es nichts mit der Familie zu tun, dann ist es einfach der Konflikt zwischen zwei Personen. Drei der Kelche, du hast was Besonderes, sie hat was Besonderes, du hast was Besonderes, er hat was Besonderes. Man kann sich nicht entscheiden. Man kann sich nicht entscheiden, auf wen man sich einlässt, mit wem man zusammenbleibt oder ob man sich trennt oder wie auch immer. Okay? Das ist eine sehr dramatische Legung heute. Drama-Rama. Ich komme dann nochmal, es wird hier nochmal juicy hier, ja? Das wird hier nochmal juicy. Mach ich nachher dann. Habe ich nicht gesagt, Neubeginn. Ass der Münzen. Ass der Kelche. Vorhin habe ich noch gesagt, 0000000. Mal sehen, ob es in Resonanz steht, und es steht in Resonanz. Den Neubeginn, Ass der Kelche. Die Liebe und die Anziehungskraft zu dir ist viel zu groß, als dass man sich von dir trennen könnte. Es geht nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht.
unfucking fassbar, aber du bist einfach zu geil. Du bist zu aufregend. Du bist einfach viel zu toll. Diese Person kann seine, ihre Gefühle für dich einfach nicht unterdrücken. Und wenn man sich hier, egal, manipulieren lässt, sich selbst manipuliert, in Selbstsabotage ist und dieses und hier die Gründe und da die Gründe, ist nur eine Zeitverzögerung. Irgendwann kommt der Tag, wo man es einfach nicht aushält und dann he or she will let her or his guards down. Dann lässt man, es ist wie, man schwenkt die weiße Fahne. Man schwenkt die weiße Fahne. Man lässt die Waffen fallen, man schwenkt die weiße Fahne. Man gibt einfach auf. Man resigniert und man gibt sich diesen Gefühlen, weil das Ast der Kelche, das ist ein Kelch, ist eine Quelle. Umso mehr diese Person sich versucht, von dir loszueisen, umso mehr holt man sich auf dich einen runter. Es ist das Romantik- und Erotik-Orakel. Ich habe euch gesagt, ich nenne die Dinge beim Namen. Du bist einfach zu geil für ihn. Du bist zu geil für sie. Man ist einfach geil auf dich. Und es ist egal, welche Hintergründe, was verboten ist. Und du weißt ja meistens, die verbotenen Früchte schmecken am besten. Du bist eine verbotene Frucht. Und das macht dich so interessant. Und man könnte fast meinen, ohne dass es dieser Person bewusst ist, dass man sich ein langes Vorspiel gönnt, bis man dich endlich mal sich gönnt. Bis man hier sagt, ich möchte mich dich mal gönnen. Ich gönne mir mit dir. Und das ist hier ein ewig langes Vorspiel. Nein, ja, nein, geh weg. Oh nein, es geht nicht. Oh nein, was denken die Leute? Oh nein, ich bin verrückt nach dir. Oh, dann holt er sich eine runter und dann holt er sich eine runter. Und dann, oh nein, und oh nein, geh weg. Und oh, guckt sich die Bilder an. Und dann, wenn ihr euch mal seht, dann, oh, du bist so gut. Oh, verdammt, oh Mann. Oh, und was mache ich jetzt bloß? Oh, wenn ich mich dann trenne, was denken? Man ist einfach zu geil auf dich. Du bist einfach zu aufregend. Wie in dem Film. Und dann kam Polly. Du bist einfach zu aufregend. Und du wirst diese Person, die, entschuldige jetzt, heute, excuse me, my lingo, dieses Wochenende in diesem Orakel nenne ich alles beim Namen, okay? Ich habe euch vorgewarnt. Du bist die Person, die dieser Person hier den Stock aus dem Arsch ziehen wird. Du hast es hier mit einem Mann, mit einer Frau zu tun, der oder die einen Stock im Arsch hat. Wirklich, muss ich wirklich so knallhart sagen. Und deshalb leidest du. Das ist der Grund, warum du leiden musst. Weil diese Person einfach diesen Stock nicht aus dem Arsch zieht. Und du bist die Person, die das kann. Du bist die Person, die das kann. Ladies and Gentlemen, vielen Dank. Ich werde jetzt gleich die Kamera abschalten. Dann mache ich mir Notizen, weil bisher die Deutungen, die ich gemacht habe, sind Deutungen rein aus dem klassischen Rider-Waite-Smith-Deck. Und jetzt gucke ich, was diese Karten noch zu sagen haben und werde alles in einen Kontext setzen. Ich mache mir Notizen, damit ich nichts vergesse, weil es sehr viel ist. Und ich werde auch auf die Bilder eingehen. Okay? Wunderbar. Also, dann würde ich sagen, ihr kriegt es sowieso nicht mit. Für euch geht es direkt weiter, weil ich das ja rausschneide. Dann bis gleich mit der Deutung, mein Schatz. So, mein Schatz, es geht jetzt in die Deutung. Und ich habe mir hier reichliche Notizen gemacht. Rechts und links und geradeaus. Und ich gehe jetzt erstmal auf meine Notizen und dann mache ich hier wieder Freestyle. Und anschließend wird's juicy. Juicy, blame it on my juice, blame it on my juice. Von Lizzo. So ein geniales Lied. Und anschließend kläre ich dann mit dem Sexual Healing. Und dann gehen wir hier, ein bisschen habe ich ja hier schon, auf was er oder sie steht. Aber erst einmal gehen wir auf die Liebesdeutung, okay?
Vieles davon ist eigentlich genauso, wie ich es auch schon gedeutet habe. Ich sagte euch ja, diese Karten zum Teil sind sie wie im Original gedeutet, aber dann die Überraschung des Monats ist die Drei der Kelche, weil die hat im Casanova-Tarot eine scheinbar völlig andere Bedeutung, ja, also größtenteils. Also wie gesagt, das ist ja die Überraschung, die Drei der Kelche ist die Überraschung. Und ich weiß auch, wenn ich hier angekommen bin, wollt ihr alle in der Reisegruppe sein. Das kann ich euch nicht versprechen. I don't know, mein Schatz. Ich wünsche es dir, okay? Aber we will see, we will see. Let me check the jack. Wir beginnen mit der ersten Karte und es ist genauso, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, nur noch mal konkreter. Etwas oder jemand muss geopfert werden. Wer oder was ist das? Sind es die Freunde, ist es die Familie, der Ruf? Oder was? Was wird geopfert? Ja? Warum glaubt man, dass es ein Opfer ist? Warum? Warum glaubt man, dass wenn man sich auf dich einlässt, es mit einem Opfer einhergeht? Ist es tatsächlich die Familie? Ne? Sind es die Kinder? Ist es der Ruf? Und, und. Das habe ich ja vorhin, bin ich ja schon relativ profund auf die Sache auch eingegangen. Genau, und dann die letzte Ausgabe. Also zur Zeit, jetzt aktuell, leidet diese Person sehr. Irgendetwas ist hier im Busch, das klären wir im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwas ist im Busch. Also er oder sie ist gerade wirklich in einem Stadium, wo man sehr leidet, wirklich sehr leidet. Ja, es geht ihm oder ihr nicht gut und das überspielt man. Da kommen wir auch direkt zur nächsten Karte. Da haben wir den Magier. Solange man nicht weiß, wie man diese Situation handeln möchte, solange man nicht weiß, was und ob etwas geopfert wird, solange versucht man derartig diplomatisch zu bleiben, dass man so weit geht und so tut, als ob man, ja, und behauptet, vielleicht sogar auch behauptet, dass man gar keine Gefühle für dich hat, dass kein Interesse da ist. Also diese Person könnte dir wirklich auch ins Gesicht gesagt haben, ich habe keine Gefühle für dich, ich empfinde nicht dasselbe für dich, oder vermittelt dir, wenn man das nicht gesagt hat, das Gefühl von, dass man nicht so, I'm not into you, ja? Also man ist nicht so sehr in dich verknallt oder signalisiert dir das Gefühl von, ja, ich finde dich nett, ne? Ich finde dich ganz lustig, ganz goldig, ganz nett und das spielt man professionell. Diese Person. Und da kommen wir auch wieder in Resonanz mit diesen Orakeln, die ich vor Monaten gemacht habe, wo ich immer wieder gesagt habe, hier müsste jemand einen Oscar dafür bekommen, weil man die Gefühle, die man für dich hat, Oscar-reif verstecken kann. Er oder sie ist so gut im Verbergen der Gefühle, im sich diplomatisch und distanziert und kühl zeigen, dass man einen Oscar dafür bekommen müsste. Wirklich, ja? Das ist ja Trickster. Magier ist die Trickster-Energie. Das ist Sternzeichen Zwillinge. Zwei Gesichter. Hier zeigt dir jemand zwei Gesichter. Aber man zeigt dir nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, die verrate ich dir. Deshalb bist du ja hier, um dir das anzusauen. Freudscher Versprecher. Freudscher Versprecher. Anzuschauen, anzusauen, Entschuldigung, anzuschauen, weil ich dir sage, dass diese Person verrückt nach dir ist. Diese Person ist verrückt nach dir, verrückt nach dir, okay? Aber ich komm noch mal. Wir gehen noch mal hier weiter. Also, ich wiederhole noch mal. Also mein Magier, der Trickster, zwei Gesichter, Diplomatie, kühl und hey Baby, da fällt mir der Film ein, den wer den nicht gesehen hat, das ist ein Film aus den 70ern, habe ich als Kind geliebt ohne Ende, mit John Travolta und Olivia Newton-John, ja, und er spielt den Coolen, ne, die haben sich verliebt. Und er war ganz zärtlich zu ihr, ganz süß zu ihr. Und in dem Augenblick, der Film heißt Grease, Grease, Schmiere, so also Haarschmier, Grease, ja. Und in dem Augenblick, wenn seine Kumpels da sind, dann behandelt er sie wie Luft. Er gibt ihr das Gefühl, ja, Baby, ja, was war gut mit uns hier, ne? Ja, ich weiß. Ja, Baby, ich habe keine Zeit für dich, tut mir leid, sorry. Und die denkt, die ist völlig im falschen Film, ja.
Also er oder sie spielt den Coolen, spielt, vermittelt das Gefühl von Desinteresse, Diplomatie. Ja, ich kann verstehen, dass du auf mich... Also arrogant, das ist pure Arroganz. Ja, hier ist jemand richtig scheiß arrogant. Entschuldige den Ausdruck, ist aber so. Okay, das ist nur Fake. Ist alles Fake. Trickster-Energie. Zwillinge, zwei Gesichter, okay? Ich bin Sternzeichen-Zwillinge, ich bin nicht so. Das hat gar nichts damit zu tun. Sage ich nur vorneweg für alle, die jetzt hier gleich hier Korinthenkacker. Nein, diese Karte steht für auch den Trickster. Ja, und das ist Sternzeichen Zwillinge. Die Schattenseiten sind hier, zwei Gesichter. Das ist das, wie er sie sich zeigt. Das hat nichts damit zu tun, dass Zwillinge so sind, okay? Also das möchte ich, muss ich sagen, weil wir hier, glaub mir, wenn du 6 Jahre YouTube hinter dir hast, da hast du aber Pferdekotzen sehen. Also, dann haben wir den König der Münzen. Eine Person, der oder die praktische Interessen vorne anstellt und dabei ist, die Liebe des Lebens zu riskieren. Diese Person, das haben wir vorhin ja schon gesagt, ist praktisch veranlagt. Diese Person denkt und ist praktisch. Okay? Und praktische Dinge haben für ihn oder für sie einen viel größeren bisher einen größeren Stellenwert gehabt als die Liebe. Aber Achtung, du hast diese Person eiskalt erwischt. Denn Liebe war für ihn oder sie bislang nur ein Konsolidieren von Interesse. Liebe, was ist das? Also sprich, diese Person geht Beziehungen ein, wie man sie im Mittelalter eingegangen ist. So dieses, okay, die Prinzessin hat die mit Gift, ich hab das, du hast dieses Königreich, ich hab dieses Königreich und wenn wir uns zusammentun, dann könnten wir viel mehr Macht haben, wir können viel mehr erreichen, wir haben viel mehr Geld oder du bringst einen Titel mit, ich habe keinen Titel, ich will einen Titel haben, wie im Mittelalter. So geht man auf Partnersuche. Diese Person versteht unter Liebe genau das. Wie früher, was heißt Mittelalter? Das hat man noch, bis in die 50er Jahre hat man das noch so gemacht, bis in die 60er teilweise. Das gibt es heute auch noch, ja? In gewissen Familien, gewissen Kulturen, dass die Liebe zweitrangig ist. Ja, die Liebe kommt dann, ne? Wird man schon. Hauptsache, so, ich kann ihn reinstecken. dass es nicht ganz so eklig ist. Der Rest kommt von alleine. Alles andere ist wichtiger, okay? Also Passion und Leidenschaft, Liebe, Romantik. Was ist das? Kennt man gar nicht. Du hast dich in eine Person verliebt, der oder die aus einem Elternhaus stammt, wo man so erzogen wurde, dass man bei der Partnerwahl nicht auf die Liebe, sondern auf die praktischen Interessen schaut. Wie viel verdienst du? Wo kommst du her? Wie ist deine Familie drauf? Wie ist denn dein Lebenswandel? Die Interessen stehen im Vordergrund, nicht die Liebe, Passion, Leidenschaft. So ist dieser Mann, diese Frau erzogen worden. Und es ist irrelevant, ob man aus einem armen oder normalen, mittelständischen, so gut bürgerlich stammt oder ob man wohlhabend, aus einer wohlhabenden Familie stammt. Das ist egal. Diese Person könnte aus ärmlichen Verhältnissen stammen, aus gut bürgerlichen, so Otto Normalverbraucher hier, wie sagt man, wie heißt das? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder aus einem guten Stall, dass es eine wohlhabende Familie ist. Das tut ja nicht zur Sache. Es geht um die Art und Weise, wie man erzogen worden ist. Und das ist das, wie er oder sie kennt das nicht anders. Man kennt das nicht. Deshalb verhält man sich so dir gegenüber. So dieses, was für Nachteile, für Vorteile, welches Opfer, was verliere ich, was verliere ich. Wenn du jemanden liebst, und die meisten von euch, die hier zuschauen, die ticken so, die sagen, ich bin verliebt, ich liebe diesen Mann, ich liebe diese Frau. Was dann alles damit dranhängt, interessiert mich nicht die Bohne.
weder das Alter, noch die Glaubensrichtung, noch ob man Geld hat oder nicht, oder wie man aussieht oder was andere denken, interessiert mich nicht. Guck dir den Film und dann kam Polly an. Das ist deine Einstellung. Das kennt er nicht, das kennt sie nicht. Das ist das, wo ihr so unterschiedlich seid. Warum ihr bis jetzt noch nicht auf einen Nenner gekommen seid. Diese Person macht das noch nicht mal aus böser Absicht. Dieser Mensch hier. Und das ist das, andere Perspektive, Erleuchtung, sich läutern. Das ist das, was du mit deinem einfach nur wie du bist, einfach so wie du bist, wie du lebst, wie du denkst, mit deiner Einstellung, wo du herkommst, wie du dich gibst, an was du glaubst, wie du, alles. Du bist dabei, hier die Welt, die Glaubenswelt, wie man erzogen worden ist, wo man aufgewachsen ist, wie man aufgewachsen ist, die Menschen, die ihn oder sie umgeben. Du bist dabei oder hast vielleicht, einige von euch haben das schon erreicht, die Ansichten und Glaubenssätze dieses Menschen auf den Kopf zu stellen. Plötzlich lernt man eine neue Seite, eine neue Perspektive kennen. Durch dich. Plötzlich erkennt man, dass innerhalb der Liebe und Partnerschaft Interessen, klar, auch wichtig sein können, aber nicht vorrangig wichtig sind. Sondern dass in erster Linie die Passion, die Leidenschaft, die, wenn die einen erwischt, wenn dich Cupido, wenn dich Amors Pfeil erwischt, dann gibt es keine Interessen. Dann ist es, dann spielt alles andere keine Rolle. Was die Familie denkt, die Freunde denken, deine Arbeitskollegen oder ob Geld da ist oder nicht Geld da, das spielt alles, Alter, Aussehen, spielt keine Rolle. Wenn einen die Passion, die Leidenschaft für einen Menschen erwischt, dann, da, ihr kennt den Spruch, wo die Liebe hinfällt. Und das ist etwas, das hat er oder sie noch nie erfahren, noch nie. Dieses, wo die Liebe hinfällt, gab's für ihn oder für sie nicht. Denn die Liebe fiel immer nur da, wo er oder sie für sich entschieden hat, wo die Liebe hinfallen soll. Es war alles kontrolliert. Alles. Liebe ist ein Instrument, das man kontrollieren muss. Und das man den Interessen unterordnen muss. So ist dieser Mann, so ist diese Frau erzogen worden. Und ich wiederhole noch einmal, es ist völlig gleich, ob man aus ärmlichen Verhältnissen kommt, aus gutbürgerlichen oder aus wohlhabenden. Nichts anderes hat man kennengelernt. Und dann kamst du. So. Plötzlich ist man verrückt nach dir, wie du bist. Du bist anders. Du bist einfach anders. Wie von einem anderen Stern. Du bist wie von einem anderen Stern. Dein Lebenswandel ist anders, deine Ideologien sind anders, deine Art ist anders, du bist einfach nur anders. Und das macht Angst, aber gleichzeitig macht es auch geil. Ich gehe dann mal weiter. Wir haben hier die 5 der Münzen. Entweder stellt man sich die Frage, welche deine Interessen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, welche deine Interessen sein könnten, weil man von sich aus geht, ja, so diese Einstellung, er oder sie, weil man es ja nicht anders kennt, geht man davon aus, dass du auch so tickst. Er oder sie, bis man überhaupt kapiert hat, wie du funktionierst, diese Person musste dich erstmal studieren, musste erstmal erkennen, dass es eine andere Ansicht über Beziehung und Partnerschaft gibt. Du könntest zum Beispiel, das ist bei Frauen ein Tipp, als Mann, die meisten Männer sind, werden ja so erzogen, da einen Job oder Ernährer zu sein oder so, aber bei Frauen ist das nicht üblich. Die Frauen, die fangen ja erst die letzten 25 oder die letzten 30 Jahre an, immer eigenständiger und selbstständiger zu werden. Und hier geht man davon aus, dass auch du so tickst, dass du vielleicht einen Ernährer suchst, aber so bist du gar nicht. Jetzt fragt man sich, ja, aber worauf achtest du dann bei der Liebe? Dass du auf gar nichts achtest, auf die Idee ist er oder sie bislang nicht gekommen, weil man es nicht kennt. Man kennt dieses, wo die Liebe hinfällt, nicht. Deshalb hat man versucht, dich zu studieren, weil er oder sie ist ja mit diesen Glaubenswerten aufgewachsen, dass man sich einen Partner nach Interessen aussucht. Und jetzt versucht man herauszufinden, was sind denn deine Interessen? Du verdienst dein eigenes Geld, du hast deine eigene Wohnung, du stehst auf eigenen Beinen,
Du fährst nicht auf sein oder ihr Geld ab, du willst auch von ihm oder ihr nicht ernährt werden. Ja, aber was willst du denn dann von ihm? Was willst du denn dann von ihr? Gar nichts, nur deine Liebe. Nur deine Liebe. Leidenschaft, zusammen lachen, Spaß haben und alles zusammen erreichen, was wir erreichen wollen. Und das ist etwas, was er oder sie nicht kennt, nicht versteht. Man versucht herauszufinden, man ist skeptisch, weil man nicht weiß, was du eigentlich dir aus dieser Beziehung versprichst. Dass du dir überhaupt nichts draus versprichst, außer einfach nur gemeinsam zu leben und zu gucken, was dann daraus wird, das kennt er oder sie nicht. Man kennt es nicht. Deshalb ist man so skeptisch dir gegenüber. Da muss doch was faul sein. Jeder denkt doch so. Denkt er, denkt sie. Jeder denkt doch so. Also, ich habe ja meine Vorstellung. Meine Frau, mein Mann muss dieses haben, dieses können. So sein, so denken, so sich so geben. Wie ein Katalog. Du aber, dir ist es egal. Er oder sie war einfach da und bums, es hat dich erwischt. Fertig. Punkt. Da hört die Geschichte schon auf. Und du willst jetzt einfach gucken, was man draus machen kann. Er oder sie hat erstmal eine so lange Liste. Die hatten von zu Hause aus, von den Eltern, so mitbekommen. So mein Sohn, so meine Tochter, bevor du dich auf einen Mann, auf eine Frau einlässt. Hier haben wir eine Check-up-Liste für dich. Die geben wir dir für dein Leben mit. Und dann guckst du, wie viele Häkchen sind, wie viel davon kannst du abhaken. Und wenn das meiste abgehakt ist, dann kannst du sie uns vorstellen. Dann ist er gut für dich. Dann kannst du ihn uns vorstellen. Dann ist er gut für dich. Du hast so eine Liste nicht. Vielleicht bist du auch so gar nicht aufgewachsen. Deine Eltern haben dir so eine Liste nicht mitgegeben. Du kennst es nicht. Du kennst einfach nur, ey, ich verknall mich. Und dann bin ich kopfüber verknallt. Fertig, Punkt, aus, Schluss, aus, basta. Egal, wie alt jemand ist, wie jemand aussieht, woher man kommt, wie viel man besitzt oder gar nichts besitzt, ist dir egal. Weil für die praktischen Dinge sorgst du schon selber. Du hast deinen Job, du hast deine Sicherheit und selbst wenn du von Hartz IV lebst, du kümmerst dich um deine Belange selbst. Du brauchst keinen Ernährer, du brauchst keine Ernährerin. Du möchtest einfach mit jemandem Liebe leben. Für dich ist es wichtig, einen Verbündeten im Leben zu haben. Du willst mit ihr durch dick und dünn gehen, das Dreamteam sein. Lass uns doch gemeinsam alles erreichen. Okay, wir wollen in Luxus leben? Lass uns es doch gemeinsam tun. Für dich gibt's nicht erstmal gucken, wie gut es passt und was man alles hier so, na hier, Katalog abhaken. So, und das ist das, was er oder sie bislang nicht verstanden hat. Dass du keinen Katalog hast, den man abhakt. Und er studiert dich. Sie studiert dich. Was willst, wenn du keinen Katalog hast, was willst du denn dann von ihm, von ihr? Und langsam kommt man auf den Trichter, dass es so etwas wie Liebe gibt. Und dass Liebe nach nichts fragt. Nichts. Da gibt's ein Lied von Mia. Das heißt, irgendwas mit Liebe. Wer das weiß, kann das hier unten mal. Keine Links, bitte keine Links. Kommentare mit Links werden von mir gelöscht, einfach aus Sicherheitsgründen. Einfach nur schreiben, einfach nur den Titel schreiben. Wie heißt der Titel? Die Mia, das ist ein deutscher Song von Mia, die Sängerin, die kennt ihr. Ich glaube, das ist eine Berliner Sängerin, finde ich ganz toll. Irgendwas mit Liebe. Da gibt's, die hat ja, warte mal. Ach, da komme ich jetzt nicht drauf. Ich komme nicht drauf, aber einer von euch weiß das bestimmt. Und du kannst dir hier unten mal schreiben, wie der Song heißt. Von Mia gesungen, irgendwas mit Liebe. Im Grunde bist du die Frau, der Mann, die der ihm, ihr am Beibringen ist, dass es so etwas wie Liebe gibt. Und dass praktische Interessen zwar auch gut sind, aber nicht zwingend an erster Stelle stehen. Gar nicht an erster Stelle stehen. Und auch nicht an erster Stelle stehen sollten. Hier hat man einen Mann, eine Frau mit falschen, altmodischen, konservativen Glaubenssätzen erzogen.
wie anno dazumal, wie im Mittelalter. Okay? Ich lese nochmal vor, was ich hier mir aufgeschrieben habe. Entweder stellt man sich die Frage, welche deine Interessen sein könnten, weil man von sich ausgeht, von der Einstellung, die man selbst hat, und oder man stellt immer mehr fest, das kommt nämlich auch dazu, man stellt immer mehr fest, dass du mit dem, was du zu geben hast, mittlerweile zu einem Bestandteil dieser Person geworden bist. Das bedeutet, du hast so sehr an Wichtigkeit in seinem, ihrem Leben gewonnen, ja, dass man jetzt feststellt, dass man dich braucht. Das bedeutet, egal wie sehr man versucht, dich zu ignorieren, man braucht dich. Er, sie braucht dich in seinem, ihrem Leben. Man braucht dich. Und das, dass man das jetzt hat, dieses Gefühl, dass man dich im Leben braucht, egal wie sehr man versucht, dich zu ignorieren, das führt ihn oder sie in eine Zwickmühle. Jetzt ist er, jetzt ist sie in dieser Zwickmühle, in diesem Dilemma. Egal wie sehr man versucht, dich zu ignorieren, man braucht dich. Dieser Mann, diese Frau braucht dich mittlerweile in seinem, ihrem Leben. Und das hat ihn oder sie zu diesem emotionalen Dilemma geführt. Man kann nicht mehr mit dir, man kann nicht mehr ohne. Also nicht mehr ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Egal wie sehr man versucht, dich zu ignorieren, es gelingt ihm, es gelingt ihr einfach nicht. Man kommt von dir einfach nicht los. Und das ist jetzt das Dilemma, in das er oder sie steckt. Oder in dem er oder sie steckt. Und das ist jetzt wichtig. Und jetzt sagst du dir, ja, was soll ich in der Zeit machen? Gar nichts. Du musst jetzt ihm, ihr bitte diese Gelegenheit geben. Du musst ihm, ihr diese Chance geben, aus diesem Dilemma. Es ist wie jemand, der gerade in der Metamorphose steckt. Wie eine Raupe, die jetzt bald zum Schmetterling wird, aber im Kokon ist. Die Gefühle dieses Mannes, die Gefühle dieser Frau, die Glaubenssätze befinden sich bei ihm, befinden sich bei ihr derzeit in einem Kokon. Und bald kommt man da raus. Bald hat man sich hier, wie die Schlange, die sich häutet, bald ist die Metamorphose vorbei. Und dann ist man frei. Es reimt sich sogar. Bald ist die Metamorphose vorbei. Und dann ist man ein Schmetterling. Und ein Schmetterling ist Leichtigkeit, Fliegen von da nach da. Und man ist frei, Freiheit. Und das ist das, was er oder sie braucht. Denn man ist gefangen. Man ist hier gefangen, man ist hier gefangen, man ist hier gefangen, man ist hier gefangen. Überall ist dieser Mann, diese Frau ist gefangen. Lauter Gefangenschaftskarte. Man ist gefangen, aber im Kopf, im eigenen Kopf. Vorhin habe ich es gesagt, hier macht jemand nicht aus einer Fliege, hier macht jemand sogar aus einem Mückenschiss einen Elefanten. Meines Erachtens, und da hat sich auch diese Meinung hat sich auch nicht geändert, meines Erachtens macht diese Person hier, mit der du es zu tun hast, aus eurer Situation eine viel, viel, viel schlimmere, als sie in der Tat ist. Diese Person übertreibt es mit den Wahnvorstellungen. Ich komme gleich noch zu anderen. Lass mich ja gleich mal hier noch was anderes lesen. Moment. Jetzt kommen wir zu den Acht der Schwertern. Oder nehmen wir mal, Entschuldige. Genau, hier waren wir. Immer die Acht der Schwerter. Ich gehe dann, wenn ich fertig bin mit den Notizen, dann wird's juicy. Dann wird's juicy. Also, mein Schatz, hier haben wir die Acht der Schwerter. Man steckt in einem mentalen Gefängnis.
Ich habe hier die Hausaufgabe gegeben. Bitte guckt mal auf Google und gebt da mal auf Google ein: der Gehängte, die 8 der Schwerter, die 5 der Schwerter und die 9 der Schwerter. Aber insbesondere der Gehängte, 8 der Schwerter, 9 der Schwerter. Gib das mal ein. Und dann wirst du sehen, was ich meine. Man steckt in einem mentalen Gefängnis fest und hat mittlerweile hier, denn diese Karte ist die Paranoia-Karte im Romantik-Orakel, Romantik-Tarot. Und hat mittlerweile paranoide Wahnvorstellungen darüber, was einem alles passieren könnte, wenn man sich offiziell zu dir bekennt und sich offiziell mit dir einlässt. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Aber im Romantik-Tarot ist das nochmal mit Ausrufezeichen. Das ist so richtig hier völlige Paranoia-Karte. Wie ich ja vorhin sagte, hier übertreibt jemand in seiner, ihrer Fantasie, was für Megakatastrophen entstehen könnte, wenn man sich um Gottes Willen auf dich einlässt. Ja, welche extremen Dramen. Hier übertreibt jemand. Das ist wirklich. Ich weiß, es geht euch schon auf den Nerv, wie ich das hier sage, aber genau so ist es. Und diese Person geht dir ja auf die Nerven mit diesem Verhalten. Sein, ihr Verhalten geht ihr schon, ich weiß nicht wie lange, Wochen, Monate, Jahre auf die Nerven. Und genau das steckt dahinter. Er oder sie hat Wahnvorstellungen und übertreibt's. Maßlos, übertreibt es maßlos, was alles geschehen könnte, wenn man sich auf dich einlässt. Sag ja, als ob du, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein, wenn man sich auf dich einlässt, dann bricht die Welt zusammen oder die Welt geht unter, wie ein Weltuntergang. Aber das hat mit dir nichts zu tun. Du machst nichts falsch. Du bist in Ordnung, wie du bist. Es ist einfach, du hast dich in einen Mann, du hast dich in eine Frau verliebt, der oder die übertreibt es gerne. Und nachher, wenn ich jetzt gleich auf das Sexuelle komme, dann wird sich dir einiges erschließen. Jetzt, pass mal auf, was da noch kommt. Also, wir sind jetzt hier unten in der erotischen Linie. Und hier haben wir jetzt die 5 der Stäbe. Entweder wird sich bald jemand für dich interessieren, denn das Universum hat immer Chakalaka, Sinn für Humor. Warum, sage ich dir. Bei einigen von euch, wo es keine Person in deinem Leben, du, die jetzt hier zuschaust, ja, der jetzt hier zuschaut. Du bist Single, es gibt kein Interesse, es gibt kein Nebenbuhler, es gibt keine Konkurrenz für ihn, für sie. Es gibt keine Konkurrenz. Das könnte sich bald ändern. Denn diese Karte sagt, dass entweder jetzt bald, und jetzt guck mal, wo das Universum Sinn für Humor hat. Entweder wird sich bald jemand für dich interessieren, und jetzt guck mal, wie witzig. Und diese Person, diese Frau, dieser Mann könnte ihm. Hier könnte ihr sogar ähnlich sehen. In dein Leben, wenn ich wiederhole es nochmal, es gibt bei mir niemanden, wir gucken die Zukunft, Schatz. Im nächsten halben, dreiviertel Jahr kommt jemand und interessiert sich für dich und du auch für diese Person. Und diese Person sieht dieser Person, auf die du jetzt schaust, sehr ähnlich. Entweder haben die denselben Namen. Oder die sehen sich ähnlich. So gleiche Frisur, gleicher Typ. Vielleicht reden die gleich, gleiche Art. Sie könnten Brüder oder Schwester sein. Irgendjemand, wenn es bei dir noch niemanden gibt, kommt in dein Leben und wird jetzt für ihn, für sie ein Konkurrent. Hier haben wir zwei, die sich duellieren. Hier kommt eine Konkurrenz. Dieser Mann. Diese Frau, die hier so Kopfkino und hier, oh nein, ja, nein, geh weg, ja, nein, geh weg, ja, nein, geh weg, bekommt jetzt bald Konkurrenz. Und das Verrückte ist, dass diese Konkurrenz ihm ihr auch noch ähnlich sieht. Sag ja, entweder haben die dieselben Namen oder die sehen ähnlich aus
Oder die haben die gleiche Art, vielleicht haben die sogar den gleichen Job. Oder alles zusammen. Dann, da-dong, 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 da gehen die Kirchglocken an. Da gehen bei ihm, bei ihr die Kirchglocken erst an. Da holt das Universum ihn oder sie zurück in die Realität, raus aus ihren Wahnvorstellungen, paranoiden Kopf. Während du da sitzt und ewig oft wartest, dass jetzt mal endlich was passiert, ist man hier im eigenen Spielfilm unterwegs. So. Und während er oder sie da sich in ihrem Spielfilm verliert im Kopf, kommt jemand Neues. Ding dong. Und bei dir, oho, oha, aha. Diese Person weckt Interesse. Warum? Weil da viele Parallelen sind mit ihm, mit ihr. Und das ist etwas, was dir gefällt. Deshalb wirst du dich auch für die neue Person interessieren, weil die neue Person, ich sag ja, ein bisschen ähnlich ist wie er oder wie sie. Und da, oh, jo, 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 jo. Hier. Oh, das ist meine Lady. This is my man. Don't touch my man. Don't touch my man. Das ist mein Mann. Lass ihn in Ruhe. Also, und bei wieder anderen, da könnte es jemanden geben bereits. Vielleicht ist bereits jemand jetzt vor kurzem oder vor gar nicht so langer Zeit in dein Leben gekommen. Und es sind Parallelen da. Und das ist das, this is his or her struggle. Das ist das Dilemma. Scheiße, Scheiße, was mache ich? Ich muss mich jetzt entscheiden, sonst verliere ich sie, sonst verliere ich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss was tun, ich muss was tun, oh Mann. Ich muss jetzt hier, irgendwas muss ich aufopfern. Ansonsten bist du, mein Schatz, du, das gilt jetzt für alle, die bereits jemanden Neues haben, wo jemand Neues für dich Interesse zeigt und er oder sie kriegt. Es langsam, da geht der Stift. Ihm oder sie geht jetzt langsam der Stift, weil jemand anderes sich für dich interessiert und er oder sie sieht jetzt ihre Fälle wegschwimmen. Und man weiß, das ist, ich sag ja hier, das ist ja diese Karte ist die Überraschung des Monats. Steht im Casanova Tarot nämlich für Entscheidung. Man weiß, man muss jetzt entscheiden, man muss jetzt, weil der Gehängte ist ja auch ein Opfer, ist eine Opferkarte. Etwas oder jemanden muss man opfern. Entweder muss man dich gehen lassen, dann war's das. Und wenn man dich nicht gehen lassen kann, weil man so sehr in dich verknallt ist, weil du das Ein und das Alles bist, Ein und Alles bist, dann muss man was anderes aufgeben. Dann muss man gegen die Glaubenssätze der Eltern gehen, gegen das, was Freunde, Bekannte, Verwandte sagen könnten, gegen alles Mögliche. Alles, was für ihn, für sie eigentlich bisher dagegen sprach, sich auf dich einzulassen. Also entweder kommt jemand und da ist das Witzige, dass diese neue Person ihm oder ihr sehr ähnlich sein könnte, oder es gibt bereits jemanden und er oder sie weiß, jetzt muss was passieren, ansonsten bist du weg vom Fenster. Okay? Wenn es weder das eine oder das andere ist, dann ist es eine ganz klassische Situation, dann ist er oder sie mit jemand anderem noch zugange und du bist das dritte Rad am Wagen. Und jetzt muss man sich entscheiden. Man muss sich schon lange entscheiden. Okay? Diese Person muss sich jetzt entscheiden. Man kann nicht beides haben. Aber das ist das hier, diese Karte, zeigt mir, dass diese Person eigentlich genau das will. Man will beides haben. Man will die Person haben, die gut sich hier in die Familie untergeordnet hat und man will dich haben, dich, die verbotene, aufregende Frucht. Und sogar, hier könnte man sogar, das gilt jetzt für alle, die mit jemandem zu tun haben, der oder die bereits jemanden ihrem Leben haben. Wenn das ein Single ist, dann ist das nicht dein Szenario. Das ist jetzt das Szenario, wovon ich spreche, ist jetzt für alle, die mit jemandem zu tun haben, wo es eine dritte Person gibt. Und dabei ist es egal, ob die verheiratet sind, ob die in festen Händen sind, ob die zusammenleben oder ob es eine Ex ist oder ob das noch so ein Techtelmechtel ist. Es ist egal. Es ist wurscht, in welcher Verbindung sie stecken.
Wenn es hier noch eine andere Frau, noch einen anderen Mann gibt und diese Person muss sich zwischen dir und ihm oder ihr entscheiden, dann ist das das Dilemma. Und man spielt sogar mit dem Gedanken, da komme ich nachher, komme ich gleich dazu. Man spielt sogar mit dem Gedanken, wie man das irgendwie hinbekommen könnte, beides zu bekommen, beides zu haben. Alles klar. Wenn die Kamera aus ist, dann halte ich mal einen ganz bestimmten Finger in die Kamera. Das ist das, was du tun solltest. Ihm oder ihr den Stinkefinger zeigen, okay? Von wegen hier beides haben wollen, ja. Wenn du für Polyamorie bist, dann, mein Schatz, feuerfrei. Aber wenn du eine monogame Beziehung willst, dann den da, ne? Würde ich ihm mal oder ihr zeigen. Das geht gar nicht. Feierabend. Also, mein Schatz. Lass mich mal meine Notizen hier lesen. Ach so, genau. Weil das Dilemma, das er oder sie stecken könnte, ist, dass du, die du hier zuschaust, du, der du hier zuschaust, vielleicht sogar der aktuellen Partnerin, dem aktuellen Partner oder dieser Person, mit der man gerade oder angebandelt hat, vielleicht sogar auch ähnlich siehst. Und deshalb steckt man im Dilemma, weil ihr seid euch beide irgendwie ähnlich. Entweder habt ihr denselben Namen oder ihr seid euch von der Art ähnlich, vielleicht klingen eure Stimmen ähnlich, vielleicht redet ihr ähnlich, vielleicht seid ihr sogar beide vom gleichen, stammt ihr aus dem gleichen Land oder beide der gleiche Typ. Also auch hier könnten Parallelen sein und jetzt weiß man nicht, was man machen soll. Das ist irgendwie, als ob du hast zwei Tassen, die fast gleich aussehen. Aber aus welcher Tasse möchtest du in Zukunft, du darfst in Zukunft nur noch aus einer Tasse trinken. Für welche Tasse entscheidest du dich, wenn beide Tassen fast gleich aussehen? Auch das könnte ein Dilemma sein, in dem er oder sie steckt. Okay? Dann kommen wir hier zu den Neun der Schwerter. Das ist eine Karte, da komme ich gleich drauf zurück, wenn es jetzt hier bald juicy wird, ja? Wenn es hier erotisch wird. Man genießt es, dass du ihm oder ihr so viel Aufmerksamkeit schenkst. Dieser Mann, diese Frau könnte in einigen Fällen sogar glauben, dass es sogar dich anmacht, dass man so kühl zu dir ist. Warum auch immer. Ich kenne dich ja nicht, ich weiß nicht, wer hier zuschaut. Vielleicht in einigen Fällen könnte er oder sie auch recht haben. In einigen Fällen ist das nur hier eine Wahnvorstellung. Entweder bildet man sich ein und es entspricht nicht der Tatsache, dass du eine Frau bist, dass du ein Mann bist, die es anmacht, wenn man dich wie Scheiße behandelt. Wenn er oder sie sich wie ein Bad Guy oder Bad Girl verhält. So dieses, oh, ich glaube, die braucht das. Oh, ich glaube, der braucht das. Wenn du sagst, nee, ich brauche das nicht, es treibt mich eher in den Wahnsinn, dann hat man hier eine falsche Vorstellung. Diese Person hat bis jetzt nicht kapiert, wie du tickst. Diese Person glaubt, man müsste dich so wie ein Putzlappen behandeln, weil man denkt, du stehst da drauf, dass du erst recht spitz wirst. In anderen Fällen, sage ich ja, ich weiß ja nicht, wer zuschaut, in einigen Fällen könntest du so ein Mann, und es gibt Frauen, es gibt Männer, die darauf stehen. Umso mehr sie abgelehnt werden, umso mehr wollen sie ihn oder sie. Und das könnte vielleicht er oder sie bei dir erkannt haben. Und dann ist das auch ein Dilemma. Weil entweder hört man damit auf und ihr müsst irgendwann mal anfangen, zusammenzufinden, oder ihr spielt das Katz-und-Maus-Spiel die nächsten 20 Jahre noch. Diese Frage musst du dir selber stellen. Und da musst du auch ehrlich zu dir sein. Bist du eine Frau? Bist du ein Mann, der das braucht, dass man dir das Gefühl gibt von Desinteresse, und umso mehr man dich distanziert, umso mehr willst du ihn, umso mehr willst du sie? Oder sagst du, nein, ich bin so gar nicht, mich macht es eher fertig, wenn sie mich so behandelt? Dann hat jemand nicht kapiert, wie du tickst. Dann hat dieser Mann, diese Frau dich falsch eingeschätzt.
und behandelt dich so und glaubt auch noch, dass es dir gefällt, dass du das so brauchst. Ne? Ich zum Beispiel, mir geht es auf den Sack. Am Anfang ist es ganz lustig, aber wenn das mal, ne, wenn es dann richtig, wenn es lange andauert, dann geht es mir auf den Sack. Ne? Am Anfang, wie gesagt, Katz und Maus, kein Problem. Aber irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Ne? Und dann solltest du das kommunizieren. Dann solltest du das auch zeigen, dass es dich überhaupt nicht anmacht. Dass du überhaupt keinen Bock darauf hast und dass es dich nicht geil macht, dass man dich behandelt wie ein Putzlappen und dass du nicht deshalb hinter ihm oder hinter ihm oder ihr her bist. Denn diese Person könnte der falschen Auffassung sein, dass das der Grund ist, warum du ihr oder ihm hinterher rennt. Ich sagte euch ja, diese Person versucht herauszufinden, welche Interessen du hast. Und weil man keine finden kann, kann es ja nur das sein, weil diese Person so erzogen worden ist, dass man irgendein Interesse haben muss. Man kennt das nicht, dass man einfach keine Interessen hat, einfach nur, man ist einfach nur verliebt. Punkt. Ich bin verliebt. Ich liebe dich. Punkt. Kein Interesse. Es gibt keine Interessen. Es liegt nicht daran, dass du mich behandelst wie Scheiße. Es liegt nicht daran, dass du mich behandelst wie Luft. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwas von dir will. Ich liebe dich einfach, Punkt. Das ist etwas, was er oder sie nicht kapiert hat bei dir. Deshalb, also hier habe ich wirklich zwei Lager. Hier musst du für dich herausfinden, ist es wirklich so? Hast du vielleicht instinktiv oder vielleicht unbewusst das vermittelt? Das ist meine Fußstütze. Glaubt er deshalb, glaubt sie deshalb, dass du das so brauchst? Oder ist es hier wirklich eine falsche Vorstellung? Hat jemand nicht begriffen, wie du tickst? Das muss ich jetzt an dieser Stelle offen lassen, weil da ist jeder von euch anders, der hier gerade zuschaut, okay? Und wenn du nicht so bist und du leidest darunter, dann solltest du das kommunizieren, ja? Wie gesagt, am Anfang kann das ganz lustig sein. Irgendwann tut es nur noch weh und dann macht es keinen Spaß mehr. Das ist dann kein Liebesspiel mehr, das ist dann nur noch Schmerz und verletzend, ja? Jetzt kommen wir hier. Da kommen wir jetzt hier. Da kommen wir jetzt hier. Guck mal hier. Fünfter Schwerter. Dieser Mann, diese Frau liebt das Verbotene. Ob man hat Fantasien darüber, ob man dich nicht heimlich als Zweitfrau oder Zweitmann halten sollte. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das Spiel mit dem Feuer ist etwas, wovor man sich fürchtet, sich aber auch gleichzeitig angezogen fühlt. Das heißt, hier hast du es wirklich mit einer Person zu tun, mit einem Mann, mit einer Frau, der oder die auch ein Faible für das Heimliche hat. Das gibt es. Das gibt es. Ich war bisher, die Männer, mit denen ich zusammen war, die waren fast alle so. Da habe ich wirklich Pech gehabt, richtig Pech in der Liebe. Dass die Männer, mit denen ich zusammen war, und es war kein Mangel an Liebe. Der Sex war sensationell, die Liebe war da, die waren verrückt nach mir. Aber die haben eine Leidenschaft für Heimlichkeiten gehabt. Die wollten mich unbedingt behalten. Die haben mich immer wieder zurückgewonnen. Aber sie haben ein Faible für Heimlichkeiten gehabt. Das gibt es. Es gibt Menschen, die brauchen das. Das ist für die das Salz in der Suppe. Und wenn jemand so einen Charakter hat, dann kannst du nichts tun. Also wenn das sein ihr Charakter ist, dann sei dir bewusst, wenn ihr zusammenkommt, selbst wenn ihr ein richtiges Paar seid, könntest du einen Mann, eine Frau an deiner Seite haben, der oder die dich betrügen wird, fremdgehen wird. Warum? Nicht, weil der Sex bei euch schlecht ist, nicht, weil du nicht gut genug, nicht schön genug bist. Nein, nein, das ist alles gut zu Hause. Man braucht das. Man hat ein Faible für Heimlichkeiten und man betreibt es wie ein Sport. Das wirst du ihm oder ihr nie austreiben können. Und ob dein Mann, also der Mann, den du liebst, ob die Frau, die du liebst, so ist, kann ich dir nicht sagen. Auch hier muss ich es offen lassen, weil bei dem einen ist es eine Charaktereigenschaft, bei dem anderen ist es einfach nur mal eine Phase vorübergehend. Ja? Oder weil du halt eben so aufregend bist, dass man möchte dich nicht verlieren. Also überlegt man,
kommt man auf diese verrückte Idee, ob man dich nicht sogar als Zweitfrau oder Zweitmann haben könnte. Ob diese Person charakterlich so ist, kann ich dir nicht sagen. Das, ihr seid so viele. Das ist etwas, das musst du bei irgendwem in der privaten Legung herausfinden lassen. Okay? Das kann ich dir hier in der allgemeinen Legung nicht sagen. Bei dem einen ist das nur eine Phase und hat mit dir, ist mit dir verbunden, mit dir als Person, weil es so besonders ist, was ihr habt. Man will es nicht verlieren, also kommt man auf so eine verrückte, wirklich verrückte Idee. Und bei anderen, da hast du so einen Mann, so wie ich sie immer hatte. Oder viele meiner Partnerschaften, oder die meisten. Dass die ein Faible fürs Fremdgehen hatten, für Heimlichkeiten. Und das rührt, meistens rührt es von Minderwertigkeitskomplexen her. Ja? Es hat ihnen nicht gereicht, aus ihrer Beziehung heraus sich bestätigt zu fühlen. Im Englischen sagt man Attention Whore. Das sind Aufmerksamkeitsnutten. Das ist egal, ob Mann oder Frau. Das ist die Übersetzung. Die Übersetzung ist Attention Whore. Also Aufmerksamkeitshure, ja. Das sind die brauchen die Bestätigung für sich selbst. Bei einigen ist das nur Flirten, andere gehen so weit, dass sie sogar auch Sex haben, okay? Und wenn du so eine Attention Whore hast, dann kann ich dir allein schon aus Erfahrung sagen, Prost Mahlzeit. Das kriegst du nicht raus, okay? Das musst du wirklich herausfinden. So. Und bei anderen, ich wiederhole es nochmal, hat das mit dir als Person zu tun. Man ist eine treue Seele und wenn man sich mal auf eine Frau oder auf einen Mann angelassen hat, dann gibt es kein rechts, kein links. Aber bei dir, man kann nicht anders, okay? Da kann es daran liegen. Ich hoffe für alle Beteiligten, dass es daran liegt und dass du nicht so ein Attention-Whore hast. Dann kommen wir, und jetzt Achtung, gleich kommen wir kommen noch zum erotischen Bereich. Das ist jetzt hier die Karte, diese Karte ist die Überraschung des Monats. Denn die hier, die drei der Kelche im Casanova-Tarot, das habe ich auch genauso geschrieben, nach einem langen Kampf, ewiger Warterei, Wahnvorstellungen und so weiter, alles das, was wir gerade besprochen haben, verspricht die drei der Kelche im Casanova-Tarot. Das ist die hier. Das ist die hier, ladies and gentlemen. Verspricht die drei der Kelche im Casanova-Tarot ein glückliches Ende. Und als letzte Karte haben wir auch noch den Neubeginn, das Ass der Kelche bekommen. Das habe ich euch gesagt. In den letzten beiden Karten wollen jetzt alle eine Reisegruppe sein. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Aber vor allen Dingen nicht mit einem, der so ein Attention Whore ist. Bitte nicht. Wenn das nur mit dir zusammenhängt, dann auf jeden Fall. Verspricht die drei der Kelche im Casanova-Tarot ein glückliches Ende, das vom Ass der Kelche als Ergebniskarte vollstens bestätigt wird. Zwischen euch ist ein Neubeginn. Neubeginn der Superlative. Wie lange das alles dauert, das kann ich euch jetzt hier in diesem Orakel nicht sagen. Für einige von euch, die machen das schon seit Jahren durch, mit ihm, mit ihr. Einige von euch machen das seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen, ein paar Monaten durch. Und bei einigen von euch kann das auch noch ewig dauern, weil man wartet, bis die Kinder groß sind, weil man wartet, bis man finanziell sich ein Polster aufgebaut hat, weil man wartet, bis das Testament auf ihren Namen läuft und nichts mehr dran zu rütteln ist. Ich kann es dir nicht sagen. Das kann ich dir jetzt, so leid es mir tut, ich weiß, ihr wollt immer eine Zeit wissen, in diesem Orakel kann ich euch nicht sagen, wann dieser Neubeginn stattfindet. Das ist viel zu individuell, abhängig von dem, wie lange es schon zwischen euch geht und wie die Umstände sind. Das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, die hier in der Reisegruppe sind, und deshalb betone ich nochmal, nach langem, was immer lange bedeutet, bei einigen, weil es schon so lange geht und bei anderen, weil das noch lange dauert. Aber die, die in der Reisegruppe sind,
diese Person wird endlich irgendwann die Entscheidung treffen. Man wird eine Entscheidung treffen für dich. Man wird bereit sein, ein Opfer zu bringen für dich. Okay? Aber du siehst, was hier alles passieren muss oder was bereits, bei einigen von euch ist es ja schon passiert, was hier alles schon passiert ist und was noch passieren muss, bis es endlich soweit ist. Und jetzt wird es sexuell. Also für alle, die jetzt das nicht mehr hören wollen, die können an dieser Stelle jetzt, haben sie die Chance abzuschalten. Jetzt wird es juicy. Jetzt wird's juicy. Also, rein sexuell, was ich dir jetzt schon sagen kann, hast du es hier, und so werde ich es auch nennen. Du hast es hier, so heißt dann dieses Orakel auch. Es ist nur, in Anführungszeichen, nur ein langes Vorspiel, mit dem man dich fast in den Wahnsinn treibt. Du hast hier eine Person, die es anmacht, sich, es ist so, wie wenn man hat eine Nachspeise, die man absolut liebt. Man könnte einfach dir den Löffel nehmen. Niemand sagt, das darfst du nicht essen. Niemand. Aber diese Person geilt sich darauf auf, diesen Dessert zu riechen, den Teller zu drehen, nochmal zu riechen, den Löffel in die Hand zu nehmen, den Löffel wieder wegzulegen, wieder zu riechen, wieder zu drehen. Und die Lust wird immer größer. Das bist du. Du bist das Dessert. Diese Person geilt sich daran auf, sich selbst zappeln zu lassen. Diese Person geilt es auf, sich zappeln zu lassen. Das könnte auch jemand, du hast es hier mit einem Mann, mit einer Frau zu tun, ganz besonders bei Männern, muss ich jetzt ganz speziell sagen, der oder die, den, das ist wie jemand, der dich stundenlang, die dich stundenlang oral befriedigt und du sagst dann, du irgendwann kannst du nicht mehr, sagst, jetzt steck doch mal rein. Warte noch. Diese Person macht es an, sich, das ist ein bisschen, geht schon Richtung Sadomaso, wirklich. Das ist hier schon fast Sadomaso. Aber ich rede nicht, kann natürlich auch mit Peitsche, mit allem drum und dran sein. Das meine ich aber nicht. Mit Sadomaso meine ich Psychospiele, Psychospiel. Diese Person liebt Psychospiele. Dieser Mann, diese Frau treibt dich in den Wahnsinn, weil es ihn oder sie geil macht, sich dich nicht zu gönnen. Deshalb sage ich, das ist wie ein, dieser Mann, diese Frau liebt ein ewig langes Vorspiel, hält den Orgasmus immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer wieder zurück. Ja, nicht kommen. Und dann steigert es sich. Es ist wie jemand, der sich nicht erlaubt zu kommen. Es gibt Männer oder Frauen, die haben das, dass sich dann der Orgasmus verstärkt. Ist ja so, ist auch nachgewiesen. Umso länger du ihn zurückhältst, umso stärker kommst du. Und das ist das, was er oder sie eigentlich fast immer so macht. Nicht nur mit dir. Das ist sein ihr Fetisch. Diese Person galt es auf, dich nicht zu bekommen. Sich nicht, weißt du, in dem Augenblick, wo man sagt, okay, wir sind jetzt zusammen, wir sind ein Paar und alle wissen es und Friede, Freude, Eierkuchen, sie haben ihr Ziel erreicht. Jo, und jetzt, ja, da ist die Spannung weg. Du sagst, ja, aber für mich geht da erst der Spaß los. Okay, ja, du bist so. Aber du hast hier einen Mann, eine Frau, da ist der Spaß das Ziel hinauszuzögern. Das macht ihn an, das macht sie an. Und das ist auch beim Sex so. Und weißt du, wie ich vorhin gesagt habe, ich sag euch gleich nachher mal was und da wird sich das euch erschließen. Das, wie man es im Sex tut, tut man auch im Leben. Diese Person hier
hält dich unter anderem auch hin, und man, weil man so drauf ist, so wie im Sex. So, und das ist so. So wie man im Sex ist, so ist man auch im Leben. Oftmals. Das heißt, diese Person macht es geil, macht es sexuell geil, alles hinauszuzögern. Und genau so macht man es auch in dieser zwischenmenschlichen Geschichte, die ihr habt. Und während es für ihn ein leckeres Vorspiel ist, fährst du fast gegen die Wand. Treibt es dich in den Wahnsinn. Du kannst es nicht verstehen. Weil für dich fängt dann der Spaß an, wenn es richtig abgeht. Wenn er drin ist. Ich habe euch gesagt, ich nenne die Dinge beim Namen. Wer damit nicht umgehen kann, der hätte vorhin abschalten sollen. Für dich beginnt der Spaß, wenn es endlich mal hier, tschakka tschakka. Er oder sie, warte. Willst du kommen? Warte noch. Diese Person liebt es zu warten, hinauszuzögern. Und auch wenn man dann mit dir schläft und du sagst, ich komm gleich. Und dann zieht er ihn raus. Und du sagst, was machst du denn da? Warte noch. Steffi, warte noch. Und dann fängt man wieder von vorne an und du sagst, ich komm gleich. Und dann zieht er ihn raus. Und das ist, Münze, das ist auch genauso, auch wenn ihr lesbisch seid, ja? Also, die fingert dich, die geht mit der Zunge dran, du bist kurz vorm Kommen und dann hört sie auf. Du sagst, warum hörst du auf? Warte noch. Diese Person genießt es, dich zappeln zu lassen. Aber nicht nur dich, auch sich selbst. Und das ist ein Dilemma. Denn im Grunde läuft es nach seinen, ihren Spielregeln und nicht nach deinen, nicht nach euren, sagen wir es mal so. Es läuft, alles das, was zwischen euch passiert, läuft nach dem, wie er, wie sie drauf abfährt. Und du bist eine Marionette. Er oder sie glaubt, dass es dich genauso geil macht. Und deshalb sage ich, am Anfang ist es ganz lustig. Irgendwann, manchmal will man... Ja, nämlich hier und jetzt, gleich und sofort, ja? Und wenn diese Person immer, ja, warte noch, nichts, warte. Ich will es jetzt gleich, hier und sofort, ja? Weil Abwechslung ist wichtig. Und das ist aber das, was langsam, aber sicher mal nervig wird, wie man mit dir umgeht. Und deshalb sage ich, das, worauf er oder sie im Sex abfährt, so geht man auch im Leben mit dir um. Und das macht ihn geil. Das macht sie geil. Es macht ihn, sie an, alles hinauszuzögern. Das ist ein Spiel für ihn, das ist ein Spiel für sie. Ungeachtet dessen, was wir vorhin gesagt haben, was hier noch dazukommt, ja? Es ist ja nicht nur eine Sache. Es sind ja meistens mehrere Komponenten, die zusammenkommen. Warum eine Situation so ist, wie sie ist. Warum ein Mensch so ist, wie er ist. Wir sind ja komplex. Situationen sind komplex. Der Mensch ist komplex. Und bevor ich jetzt kläre, noch eins. Also jetzt immer noch im sexuellen Bereich. Wir haben es hier, Ladies and Gentlemen, falls du es noch nicht wusstest, einige von euch sagen, ja, das weiß ich. Aber wieder andere, vielleicht wussten die das nicht, diese Person ist ein Verbalerotiker, eine Verbalerotikerin. Und diese Person steht auf Sprechen, Stimmen. Wir haben hier Luftzeichen. Diese Person geht ab wie Luzi. Da geht wirklich ab. Da hebt direkt der Kelch ab, wenn du mit ihm oder mit ihr sprichst. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Mann, diese Frau dich bei einem Telefonat aufgenommen hat. Dieser Mann, diese Frau könnte die Telefongespräche oder vielleicht über WhatsApp kann man sich auch Sprachnachrichten schicken, wenn man sich darauf einen entweder masturbiert oder einen runterholt.
Diese Person steht, entweder fährt man auf deine Stimme ab, vielleicht hast du eine ganz erotische Stimme. Oder einfach, wenn du sprichst, und fährt darauf ab, beim Sex darüber zu reden. So dieses, mach jetzt das. Jetzt steck den Finger rein. Sehr gut. Jetzt flüster mir ins Ohr. Ja. Das machst du gut. Das ist schön nass. Das ist schön hart. Also, sensitiv, wo sind wir denn hier? Ich hab's euch gesagt. Diese Person braucht zu dem Spiel, zu dem Liebesspiel, dass es auch dokumentiert wird. Diese Person will den Sex, den ihr habt, auch dokumentiert bekommen. Und auch er, auch sie, könnte dabei reden. Also entweder steht man darauf, dass du redest, dass du permanent sagst, oh, das machst du gut, jetzt mach mal das, mach mal dieses, mach mal jenes, oh, das gefällt mir, ja? Oder, was weiß ich, du geile Sau, oder irgendwie sowas. Und oder, diese Person ist auch so. Na, du kleine Bitch, ich nehme dich jetzt richtig an, richtig ran, ne? Zeig mir mal deinen Arsch oder irgendwie sowas, okay? Also, Verbalerotik ist das, was bei ihm, bei ihr abgeht. Es kann mit deiner Stimme in Zusammenhang stehen, muss aber nicht unbedingt. Auch dieses einfach Reden. Und vor allen Dingen, das kommt noch dazu. Moment mal, jetzt wird es noch detaillierter. Wir haben ja die fünfte Schwerter. Fünfte Schwerter ist der Kampf. Hier liebt jemand so dieses, geht auch so ein bisschen Richtung Sadomaso, dieses Ja und Nein, Macht- und Ohnmachtspiele. Hör auf damit, hör auf. Nein, ich höre nicht auf. Du sollst jetzt aufhören. Nein. Ja, diese Person liebt es, während des Sex auch dagegen anzugehen, zu kämpfen, der Kampf. So dieses, hör auf, jetzt endlich auf. Und du sagst, Deshalb, wenn du es hier mit einer Person zu tun hast, die zu dir sagt, hör auf damit, du sollst jetzt aufhören, dann sollst du nicht aufhören. Du sollst weitermachen, achte darauf. Wenn du sagst, ja, aber was ist, wenn ich wirklich aufhören soll? Das wirst du erkennen, ja? Beobachte das mal. Also, diese Person geht dabei ab, wenn du so ein bisschen dieses, ein bisschen so gegen den Willen, so dieses gegen, das Spiel mit dem gegen den Willen, dieses, hör auf damit, ja? Lass mich. So, ihr kennt das ja, es ist immer das, euer nichts Neues erzählen, ihr seid ja Erwachsene, ihr habt ja auch Sex, ja? Also, aber hier haben wir wirklich einen Menschen, den es anmachen könnte, wenn entweder du sagst, hör auf, ich will nicht, hör auf. Was willst du nicht? Du sollst aufhören. Soll ich aufhören? Ja, bitte, ich höre aber nicht auf. Diese Sitiva, die macht hier ein Sexhörspiel. Ich habe auch wirklich, das ist kein Scherz, ich habe auch tatsächlich für einen Erotikverlag habe ich ich habe euch ja erzählt, dass ich eine Ausbildung habe als Sprecherin, Synchronsprecherin. Und ich habe tatsächlich auch ein Hörbuch gelesen, ja? Da geht es ein bisschen wild her. Es ist ein Erotik-Hörbuch. Ich sage euch nicht, wie es heißt. Tut mir leid. Es läuft unter einem Synonym. Es war auch nur einmal. Sie war jung und brauchte das Geld. Da ist nichts passiert. Es ist alles im Tonstudio passiert. Da hat sich niemand ausgezogen. Da war niemand nackt. Es war ganz normal im Tonstudio. Aber es war trotzdem eine sehr schöne, schöne Erfahrung. Also mein Schatz, nochmal zurück zu deinem Verbalerotiker, zu deiner Verbalerotikerin. Hier spielt beim Sex Sprache und Stimme spielen eine große Rolle. Und falls du das bisher nicht wusstest, dann hast du jetzt einen neuen Ansatz. Also für alle, die hier, wenn ihr euch seht und falls ihr intim miteinander seid, dann solltest du das mal ausprobieren. Das Sprechen, die Stimme, auch dieses Spiel, was ich euch gerade gesagt habe, dieses Hinauszögern und auch dieser Kampf, hör auf, ich höre nicht auf. Ich will nicht. Ich weiß, dass du das willst. Nein, hör auf. Ich weiß, dass du das willst. Weißt du, dieses, ihr kennt es doch, du willst es doch auch. Dieses Scherzhafte. Aber ich rede hier nicht
Ich möchte es ganz, ganz ernsthaft betonen. Ich rede hier nicht von Dingen, die man wirklich nicht will, sondern ich rede von diesem, es ist ein Spiel, es ist ein Rollenspiel. So tun, als ob man es nicht will, okay? Also wir reden hier nicht von gegen den Willen oder so. Habe ich ja vorhin gesagt, hier, alles was hier zwei Leute wollen, Spaß haben und damit einverstanden sind und niemand dabei verletzt wird. Das ist es, okay? Und jetzt fangen wir an zu klären mit den erotischen Karten. Ich glaube, dieses Orakel ist 170 Jahre lang. Ich will jetzt mal... Lass mich mal hier auf das da legen. Auf die letzte Karte. Was kannst du uns noch sagen? Zur letzten Karte. Jetzt kriege ich das Lied rein. Das passt wirklich. Es gehört zu einer meiner Lieblingsliedern aktuell. I see the fire in your eyes. Von The Weeknd. Hallo Schatzi, hallo mein Rickschall, du weißt, wen ich meine. Ist eine Zuschauerin, die weiß, dass ich dieses Lied mag. Von The Weeknd. Wie heißt das? I see the fire in your eyes. Da geht's heiß her. Weil sie sagt in dem von The Weeknd. Kann mir das hier unten jemand reinschreiben? Das solltet ihr euch bitte anhören. Das Lied ist von The Weeknd. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, aber in diesem Lied, guck bitte nach der Übersetzung, da geht es nämlich darum, dass sie sagt, nudel mich durch, bis ich nicht mehr bin. Ne? Also die will wirklich an ihre Grenzen kommen mit ihm. Wirklich, auch im Sex, ja. Also ist eine Anspielung auf Sex, aber auf richtig so, wo man die Grenzen überschreitet, ja. I saw the fire in your eyes. Ist ein tolles Lied. Also, The Weeknd, schreib's bitte, keine Links, Kommentare mit Links werden gelöscht, aus Sicherheitsgründen, nur den Titel schreiben. Und wie gesagt, der Sänger nennt sich The Weeknd, das Wochenende, The Weeknd. Aber mir fällt gerade der Titelname nicht ein. Und da die Übersetzung euch bitte anhören oder beziehungsweise durchlesen. So, jetzt kommen wir hier. Die letzte Karte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt ist sie tiefer gekommen. Also mein Schatz, wir haben hier die Sonne, die höchste Glückskarte. Die höchste Glückskarte. Wo hatten wir denn die Sonne? Wo war denn die Sonne? Ich weiß es nicht mehr. So the fire in your eyes. Guck mal, was eine Leidenschaft. Die Sonne, das ist hier übrigens die Löwe-Karte. Sternzeichen Löwe. Wir haben Sternzeichen Fische, Zwillinge, Jungfrau, Skorpion, Stier, Steinbock, Jungfrau. Weil wir so viel Luft haben, kann es auch Waage und Wassermann sein. Also Waage, Sternzeichen. Eigentlich haben wir fast alle Sternzeichen. Aber hier haben wir nochmal speziell Löwe. Und wenn die Sonne im Sommer, das passiert im Sommer. Im Sommer geht's ab. Und das ist hier Romantic. Fünftes Haus. Romance. Romance. Oh Gott, ihr werdet... Also diese Person liebt es auch in der Natur, muss ich dir wirklich sagen, ja? Irgendwo draußen bei... Eine sehr romantische Person, muss ich wirklich sagen. Also die Person, mit der du zu tun hast, hat einen sehr starken Hang zur Romantik. Oh, das finde ich so toll, wenn Männer romantisch sein können. Da bin ich ein bisschen oldschool, das liebe ich. Wenn Männer richtig, so mit allem, was dazugehört, ganze Geschnulze. Ich bin ja so ein Downton Abbey, Jane Austen, ich bin so eine richtige Schnulzentante. Ich finde das toll. Also wenn du das auch toll findest, dann herzlichen Glückwunsch. Denn diese Person, dieser Mann, diese Frau ist hoch, hoch romantisch. Fünftes Haus, Romance, Soulmate. Es wird sehr leidenschaftlich im Sommer. Ihr wollt ja alle eine Zeit haben. Das ist die einzige Zeit, die ich euch nennen kann. Wenn das nicht im Sommer passiert, ich kann nichts dafür, mein Schatz. Please don't shoot the messenger. Aber ich habe, dass man hier auch gerne... Also Genuss spielt eine große Rolle.
Na, wo kommst du denn her? Ich habe hier gerade eine Fliege. Sag in der Natur. In der Natur, wirklich, draußen, bei Sonnenuntergang. Diese Person ist ein Genussmensch. Das ist so, er oder sie könnte das wirklich genießen und lieben, mit allem, das volles Programm. So, erstmal irgendwo essen gehen, in eine Bar gehen, so richtig, und dann erst. Denk daran, du hast es hier mit einem Mann, mit einer Frau zu tun, der oder die liebt es, alles zu verzögern. Gehen wir erstmal essen. Gehen wir erstmal in eine Bar. Gehen wir erstmal irgendwo ein Espresso trinken. Gehen wir erstmal da. Und du denkst, oh Mann, ich will, dass er mich endlich rannimmt. Ich will, dass sie mich endlich rannimmt. Und er, okay. Und sie, okay, dann machen wir jetzt das noch. Also, ihr könntet euch irgendwann morgens beim Brunch treffen, und erst wenn die Sonne fast untergeht, dann kommt ihr endlich zum Zug. Hier könnte jemand ein Faible für Haare haben, besonders für lange Haare. Ja? Längere Haare, lange Haare. Wenn du sagst, ich habe keine Haare mehr, ich habe einen Glatzkopf hier, ich bin rasiert, dann kann es ein Busch sein. Hier könnte jemand auf dem Busch stehen. Das gibt es. Ja? Das gibt es. Könnte jemand auch auf Schambehaarung stehen. Ja? Das ist auch ein Fetisch. Aber in irgendeiner Form kriege ich auch Haare rein. Ja? Haare spielen eine große Rolle. Und Körperwärme. Diese Person liebt Körperwärme. Diese Person, wenn er oder sie Sex hat, schwitzt man sehr stark. Diese Person schwitzt sehr, sehr stark, sehr stark. Wirklich. Wird sehr heiß. Der Körper wird ganz heiß und man schwitzt. Very heated, very heated. Es gibt Menschen, die, wenn sie in die Lust kommen, Ekstase kommen, dann kocht das Blut regelrecht. Dann alle Körpersäfte, da steigt die Temperatur, fast wie Fieber fühlt es sich an, ja? Liebesfieber. Love Fever. Oh Gott, das ist übrigens die Ja-Karte, ne? Das ist hier Ja. Volle Kanne Ja. Volle Kanne Ja. Erfolgskarte. Und das auf den Ast der Kelche. Also so viel Tarot könnt ihr jetzt auch schon. Ja, da müsst ihr keine Kartenleger sein. Das wisst ihr mittlerweile auch so. Jetzt möchte ich mal die 5 der Schwerter klären. I see the fire in your eyes. 5 der Münzen, schon wieder lauter Fünfen. Fünf der Stäbe, 5 der Schwerter. Und ich habe auch noch auf die 5 der Schwerter gelegt. 5 der Münzen. Wir haben 4 Fünfen. Veränderung. Veränderung spielt eine große Rolle. Diese Person wird sich noch stark, 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 stark verändern. Oh, er oder sie, entweder spielt er oder sie ein Instrument oder ist musikalisch. Man singt, man spielt ein Instrument oder man hört, man liebt Musik. Musik. Ich habe euch ja gesagt, diese Person ist sehr romantisch, sehr romantisch. Uiuiui, oh, ist das schön. Diese Person ist sehr romantisch, wahnsinnig romantisch. Guckt mal. Und sag ihr, entweder hat man Talent, dass man Musikinstrumente spielt, oder man kann singen, oder man ist in einer Band. Und wenn man weder singt noch in einer Band spielt, noch Instrumente spielen kann, dann diese Person hört von morgens bis abends Musik. Also jede freie Minute, die man hat, hört man viel Musik, sehr viel Musik. Und damit kommt man auch in Stimmung. Oh, wir haben hier, heute haben wir hier einen Romantiker, eine Romantikerin. Uiuiui, sehr romantisch. Uiuiui. Und küssen. Diese Person liebt das Küssen. Guck mal, wir haben hier 2 Karten und in beiden wird leidenschaftlich geküsst. Oh, diese Person liebt Küssen. Stundenlang. Stundenlanges Küssen. Sehr schön. Ja, das ist ja bei Menschen, die romantisch sind, spielt auch Küssen eine große Rolle. Küssen, küssen, küssen. Jede freie Minute. Küssen, küssen, küssen.
Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Also ich habe hier 4 Fünfen. Ich habe hier starke Transformation. Starke Transformation. 5, 5, 5, 5. 4 mal die 5. Extreme Veränderung. Hier wird sie, also hier wird nichts mehr sein wie vorher. Muss es auch. Wie sonst soll es zu einem Happy End kommen? Muss es auch. Das hängt, guck mal, hier hängt man fest. Hier hängt man fest. Hier hängt man fest. Hier hängt man fest. Man hängt, überall hängt man fest. Der König der Münzen kann auch festhängen. Überall hängt man fest. Hier kommt eine ganz, ganz, ganz starke, starke Veränderung. Bei einigen von euch, und das will ich jetzt als nächstes klären, bei einigen von euch kann es damit zusammenhängen, weil plötzlich eine dritte Person ins Spiel kommt, die an dir interessiert ist. Jemand könnte irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, Monate, wenn es niemanden gibt, dann kommt diese Person noch. Jemand zeigt Interesse an dir und plötzlich wird sich bei ihm, bei ihr etwas verändern. Und das muss so sein. Das muss dann endlich so sein. Nur dann begreift man, oh Gott, ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Dann erst hört dieses Gespiele auf. 3 der Münzen, guck mal, was habe ich. Jetzt haben wir 3, 3, 2 Dreien. 3 der Münzen, habe ich ja gesagt, hier kommt eine dritte Person ins Spiel. Hier kommt eine dritte Person ins Spiel. Guck mal, schon wieder 3 Karten, wo es ums Küssen geht. Ich versichere euch, in diesem Kartendeck gibt es nicht nur Karten, wo man sich küsst, es gibt auch andere Karten. Aber wir haben 3 Karten gezogen und in allen dreien wird geküsst. Küssen spielt eine so große Rolle bei diesem Mann, bei dieser Frau. Diese Frau, dieser Mann liebt das Küssen. Jede, auch nur so eine freie Sekunde. Küssen. Zärtlichkeiten spielen eine große Körper und Nacktheit. Dieser Mann, diese Frau liebt Nacktheit. Liebt dich nackt zu sehen. Liebt auch selbst nackt zu sein. Oh, das ist, also ich muss wirklich, also ich muss, das muss ich wirklich sagen. Wenn dieser Mann, wenn diese Frau sich auf jemanden einlässt, dann trägt man dich auf Händen, ehrlich. Du wirst auf Händen getragen. Guck mal hier. Du bist alles, wirklich. Man trägt dich auf Händen. Ich kann verstehen, dass du so verrückt nach ihm, nach ihr bist. Ich verstehe dich, mein Schatz. Ich kann dich verstehen. Weil das, was man dann zu geben hat, ist sehr besonders. Sehr besonders. Du gibst ihm, du gibst ihr sehr viel Kraft. Wenn ihr miteinander schlaft, ja, dann fühlt es sich, dann gibst du ihm Kraft. Du gibst ihr Kraft. Egal, wie schlecht es ihm geht, weil diese Person, bin ich ganz ehrlich zu dir, diese Person hat eine Neigung zu Burnout, Depression, sich hängen lassen, sich verrückt machen, Paranoia. Aber du bist wie eine Sonne für ihn, für sie. Bist wie eine Sonne. Bei dir tankt man auf. Bei dir tankt man auf. Selbst wenn man nur küsst oder nur Zärtlichkeit, nur, selbst wenn es nur eine Umarmung ist, wenn ihr noch nicht mal so weit wart, euch miteinander zu schlafen. Diese Person tankt bei dir Kraft. Aber nochmal, ich habe ja gefragt hier, 5 der Stäbe. Hier kommt eine dritte Person ins Spiel. Und diese dritte Person wird dich auf Händen tragen. Auch du könntest in ein Dilemma kommen, sage ich dir gleich. Auch du kommst, auch wenn du es dir jetzt nicht vorstellen kannst, weil du jetzt noch sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anderes, dass ich mich für irgendjemand anderes interessieren kann. Warte mal ab. Denn der Mann, die Frau, die hier ankommt in dein Leben, sieht ihm oder ihr nicht nur in irgendeiner Form ähnlich, sondern ist wahnsinnig romantisch, trägt dich auf Händen, gibt dir viel Kraft. Und das ist das, wo bei ihm, bei ihr die Lichter angehen. Da gehen die Lichter an. Ladies and Gentlemen. So, ich ziehe noch eine Karte.
Und dann ist Feierabend, ne? Sonst ist das Video viel zu lange, viel, viel zu lange. Ich habe jetzt gar nicht so, also ich hatte schon Romantik und Erotik-Orakel, da ging's aber ordentlich heiß her. Hier geht's, ich habe hier wahnsinnig viel Romantik. Wow, das gibt's ja schon gar nicht mehr. Das gibt's ja hier schon gar nicht mehr. Wenn ihr wüsstet, ich hab ja schon die Tagesenergien vorbereitet. Spoiler Alert. Ich sag nicht wann. Aber jetzt, im Laufe dieser Woche, ich sag nicht wann, kommt eine Tagesenergie, wo es um ganz viel Romantik geht. Und das kann hier in Resonanz stehen. Kann, okay? Weil ich habe, das ist eine wirklich romantische Legung. Also weil, mein gut, ein paar Sachen hatten wir jetzt hier gerade, die auch juicy waren, ja? Aber ich habe hier viel Romantik. Das ist ein Genussmensch. Diese Person liebt es zu essen oder zu genießen. Und ist ein, du hast hier einen Kuschelbär. Du hast hier eine Kuschelbärin. Diese Person liebt zu kuscheln. Sex, kuscheln, essen, kuscheln, Sex, kuscheln, essen. So, kuscheln. Kuscheln ist für ihn, für sie. Oh, das ist so schön. Oh, ich liebe das auch. So richtig so den so Netflix-Tag. So Essen bestellen oder zusammen kochen oder ja, zusammen, ich sag ja, nicht aus der Kiste rauskommen. Einfach so gemütlich, so richtig so Couch-Potato-mäßig. Essen, gut trinken. Sex, Fernsehen, Essen, Trinken, Sex, Essen. Kann auch im Hotelzimmer sein. Muss nicht unbedingt in der Wohnung sein. Kann auch in einem Hotelzimmer sein. Aber diese Person braucht ja dieses auch klar rausgehen und essen, Kulinarik. Also ich habe hier genießen, Genuss. Genuss spielt für diesen Mann, für diese Frau eine große Rolle. Vielleicht irgendwo essen gehen, dann in ein Konzert, Musik hören und dann langes, 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 langes Vorspiel, weil man es ja liebt, ne? Wir haben ja schon jetzt einiges über diesen Mann, über diese Frau erfahren, dass man es liebt, dass man dieses Hinauszögern liebt. Und immer so ein Wechselspiel. Aber Kuscheln spielt eine große Rolle. Das hier ist wirklich ein Romantiker, eine Romantikerin. Ich weiß, ich wollte jetzt Feierabend machen, aber jetzt bin ich doch zu neugierig. Ja, zu neugierig, was wir hier noch für eine Karte bekommen. Ich will hier auf die Entscheidung legen, weil, haben wir gesagt, das ist hier die Überraschung des Monats. Ne? Drei der Kelche ist in diesem Deck die Überraschung des Monats. Denn Drei der Kelche im Casanova-Tarot steht für ein Happy End und für eine Entscheidung. Also Entscheidung, Happy End. Und dann auch noch mit dem Ass der Kelche. Und da will ich jetzt, wir haben zwar die Sonne, die hat schon ein ganz klares Ja auch schon ausgesprochen. Haben wir zwei bekommen. Die nehmen wir auch. König der Kelche und die Liebe. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Der war die Zwillinge, habe ich doch vorhin noch gesagt. Die Liebenden. Noch eine große Arcana-Karte. Oh mein Gott, das ist die Entscheidung. Die Liebenden. Und König der Kelche ist Fische, Krebs, Skorpion. Oh Gott, diese Person ist verrückt nach dir. Guck mal hier. Und hier, guck mal. Siehst du das? Siehst du das? Der Kampf zwischen zwei Frauen, zwischen zwei Männern. Guck. Ich sag ja. Der Grund, warum man endlich entscheiden wird, ist entweder, weil bei dir jemand Neues in dein Leben kommt und diese Person kriegt dann irgendwann Schiss, dich zu verlieren. Und dann fängt man an, um dich zu kämpfen. Hier, das Duell. Die Spiele sind eröffnet. Oder das hier zwischen zwei Frauen. Und das ist das Opfer. Guck hier. Eine Person, entweder zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Eine guckt, kauert vor sich hin, fühlt sich zurückgewiesen und die andere ist hier, yeah, Baby, gib's mir. Hier steht eine Entscheidung. Oje, oje.
Hier könnte sich sogar jemand zwischen blond und brünett entscheiden müssen. Kann, ja. Und er oder sie steht auf Kurven. So wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, ich mag das, wenn Männer einen Bauch haben. Ich finde es sexy. Genauso gibt es auch Männer, die auf Frauen abfahren, die Kurven haben. So üppige Brüste, ne? So hier, üppigen Po. Du sagst, ich bin aber nicht so. Ich, Schatz, das ist eine allgemeine Legung. Das ist, du kannst, musst nicht immer in allem in der Reisegruppe sein. Das ist jetzt für eine ganz spezielle Reisegruppe, okay? Weil innerhalb dieser Legung gibt es unterschiedliche Reisegruppen. Und das ist für einen ganz speziell, habe ich, dass dieser Mann, diese Frau, könnte auch auf Kurven abfahren. Hier haben wir schon wieder Essen. Guck mal hier, schon wieder hier. Getränke, Essen. Du hast es hier mit einem Genussmenschen zu tun. Diese Person liebt das Genießen. Genießen ist für ihn, für sie sehr wichtig. Es ist eine Form der Sinnlichkeit. Genießen. Gutes Essen. Gute Getränke. Genuss. Gute Musik. Richtiger Genuss. Guck mal hier, da, guck da. Vorhin habe ich noch von Amor gesprochen. Es hat sie eiskalt erwischt. Du hast sie eiskalt erwischt. Und hier haben wir, das ist nochmal die eindeutige Bestätigung. Ich habe auf die Karte der Entscheidung nochmal die Entscheidung gelegt. Hier, die Liebenden. Ihr seid Soulmates. Das ist hier die Soulmate-Karte. Guck mal hier. Schöner geht's gar nicht. Schöner wird's nicht. Mensch, Schatz, ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, es wird dir weiterhelfen. Und ich hoffe, dass ihr alle in der Reisegruppe seid mit diesem wunderschönen Happy End. Aber ich sag ja, der Titel wird heißen, es ist nur ein langes Vorspiel, mit dem man dich fast in den Wahnsinn treibt, bis es zum Happy End kommt. Das wird natürlich nicht ganz reinpassen, aber jetzt wisst ihr es ja. Eine letzte. Ich will noch hier so eine und dann mache ich und dann verabschiede ich mich von euch. Vertrauen, das da mangelt's. Guck, Vertrauen. Um etwas verändern zu können, 5555, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Diese Person muss akzeptieren, dass Liebe völlig ausreicht. Und Interessen, Geld und Ruhm und Status und was die Leute denken, scheißegal ist. Scheißegal. Er oder sie wird lernen, dem einfach zu vertrauen. Dir zu vertrauen und dem Ganzen zu vertrauen, dass es gut ist, was ihr habt. Ja? Guck mal, wie schön das hier passt, auch hier farblich. Als ob die zusammengehören. So schön. Ich finde nie ein Ende. Sensitiver, gehörst du den Leuten, die das immer hinauszögern? Nein. Kommt drauf an. Hier, das ist jetzt, hat mehr mit Neugierde zu tun. Ich wusste es, dass ich noch eine Karte ziehen muss. Soulmate, Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Und jetzt sind wir fertig, Ladies and Gentlemen. Ich wusste doch. Da will noch was raus. Da will noch was raus. Guck mal hier, was für ein Romantiker, was für eine Romantikerin. Hier ist jemand sehr romantisch. Der König der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion. Romantik pur, Romantik. Wir haben hier Fische, Krebs, Skorpion, Löwe, Zwillinge, Stier, Steinbock, Jungfrau, Fische. Und weil wir so viel Luft haben, kann es auch Waage Wassermann sein. Okay? Wunderbar. So, Ladies and Gentlemen, ich danke euch fürs Liken, fürs Weiterleiten und fürs Zuschalten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr nicht allzu lange auf das Happy End warten müsst und kommuniziert es ruhig weiter. Ja? Kommuniziert es an diese Person weiter. Wenn er oder sie hier dem Irrglauben erliegt, es könnte dich anmachen, dass man dich hinhält,
weil du zu den Frauen, zu den Männern gehörst, die das brauchen. Und es ist bei dir nicht so, sondern dass es dich eher verletzt, solltest du es auf liebevolle Art und Weise kommunizieren. Okay? Und alle anderen, bei allen anderen kann ich nur sagen, vielleicht bist du tatsächlich so. Dann solltest du dich fragen, was hast du dazu beigetragen, dass er oder sie glaubt, dass man dich hinhalten muss. Ja? Bist du wirklich so? Vielleicht bist du ja wirklich so. Dann solltest du ja daran arbeiten, damit das aufhört, ne? Damit ihr endlich zusammenfindet, okay? Also mein Schatz, denk daran, das Universum liebt dich. Ich liebe dich über alles. Und Gott liebt dich über alles. Ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott liebt dich und braucht dich. Mein Engel, alles Liebe für dich. Wir sehen uns wieder im nächsten Orakel. Denk daran, im nächsten Kreuzorakel der Kelten habe ich 2 neue Kartendecks. Und ein Kartendeck ist eine Sensation. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir damit sehr hochspannende, interessante Aussagen bekommen, weil die so speziell sind. Warum? Das wirst du dann sehen. Okay? Bis dahin, Mazel Tov, Inshallah. Alles Liebe für dich und Dankeschön fürs Liken, fürs Weiterleiten und fürs Zuschalten. I love you, deine Sensitiva.